Ich heiße Sie herzlich willkommen zur Gründungsveranstaltung der GBS Schweiz und freue mich sehr, dass Sie alle gekommen sind. Das Saal ist wirklich voll und es freut mich, dass das Thema so auf reges Interesse stößt. Mein Name ist Jonas Vollmer, ich bin der Geschäftsleiter der GBS Schweiz und werde Sie heute durch das Programm führen. Zunächst wird uns Dr. Michael Schmidt-Salomon sein neues Buch Hoffnung Mensch vorstellen und daraus vorlesen. Danach wird Adriano Manino, Co-Präsident der GBS Schweiz, die Projekte der GBS Schweiz vorstellen und sie in den evolutionären Humanismus einbetten. Im Anschluss an diese Veranstaltung laden wir Sie zum Apéro im Lichthof ein und es gibt dann auch die Gelegenheit, Fragen zu stellen und eben die Themen dann auch ausgiebig zu diskutieren. Nun, die GBS Schweiz ist eine Regionalgruppe der GBS in Deutschland. Unsere Kernthemen sind Rationalität, Ethik und Wissenschaft, wie Sie hier auf einem Screenshot unserer Website sehen können. Zur Rationalität gehören Kritik von Pseudowissenschaft, Religionskritik und die Kritik von Denkfehlern allgemein, die uns daran hindern, unsere Ziele zu erreichen, individuell wie auch gesellschaftlich. Das zweite Kernthema ist die Ausarbeitung einer säkularen und rationalen Ethik, das heißt die Weiterentwicklung des traditionellen Humanismus. Und das dritte Kernthema ist der Brückenschlag von Wissenschaft und Gesellschaft bzw. Kultur allgemein. Wir sehen uns also als Organ für Wissenschaftskommunikation, zum Beispiel bei Vorträgen in Kollaboration mit den Hochschulgruppen, aber auch als Think Tank, also Denkfabrik, zum Beispiel mit dem Schweizer Community Blog, wo Autoren mit verschiedenen Hintergründen konstruktive Diskussionen anregen und in Zukunft auch mit Positionspapieren, welche die Diskussion über bestimmte Themen anregen sollen. Nicht zuletzt sehen wir uns auch als Projektschmiede, dazu später noch mehr. Die GBS Mutterorganisation ist eine Stiftung in Deutschland, auch hier ein Screenshot der Website. Sie wird von einem Beirat unterstützt, wie man hier schön sehen kann. Ihm gehören zahlreiche renommierte Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, Künstlerinnen und Künstler und Autorinnen und Autoren an. Und dasselbe gilt für die GBS Österreich. Ja. Es sind über 50 Personen, ich weiß gar nicht, wie viele. Und ich kann nicht weiterklicken. gut. Ja, da sehen Sie den Beirat der GBS in Österreich. Und auch in der Schweiz sind wir dabei, einen entsprechenden Beirat zusammenzustellen. Ihm gehören bereits die Professoren Peter Stadler, Dr. Marc Rius und Professor Peter Brucker an. Über weiteren Zulauf freuen wir uns natürlich sehr und wir hoffen, dass unser Schweizer Beirat auch weiter wachsen wird. Ja, nun möchte ich Dr. Michael Schmidt-Salomon herzlich begrüßen. Michael ist freischaffender Philosoph, Vorstandssprecher der Giordano-Bruno-Stiftung und Autor zahlreicher Bücher, darunter das Manifest des evolutionären Humanismus, Jenseits von Gut und Böse und Keine Macht den Doofen. Heute wird er sein neues Buch Hoffnung Mensch vorstellen, das den evolutionären Humanismus positiv konkretisiert. Gemäß Klappentext ist es ein beeindruckendes, augenöffnendes Plädoyer für den Glauben an die Menschheit und eine Liebeserklärung an unsere oft verkannte Spezies, die es wert ist, dass wir uns für sie engagieren, statt vorauseilend vor der Irrationalität der Welt zu kapitulieren. Herzlichen Dank, Michael, dass du hier bist. Wir sind gespannt auf dein neues Buch. Meine sehr geehrten Damen und Herren, es ist nicht leicht, Mensch zu sein. Denn wir müssen in dem Bewusstsein leben, dass nichts von dem, was wir lieben, Bestand haben wird. Wir wissen, dass am Ende unserer Tage ein Kampf auf uns wartet, der nicht zu gewinnen ist. Ein Schicksal, dem auch unsere Kinder und Kindeskinder nicht entrinnen werden. Und schon bald nach unserem Tod wird sich niemand mehr daran erinnern können, wer wir waren, worauf wir hofften und wie sehr wir uns darum bemühten, unserem Leben einen halbwegs tragfähigen Sinn zu verleihen. Kaum sind wir fort, wird es so sein, als ob es uns nie gegeben hätte.
Das tragische Los des Menschen ist oft beklagt worden. Man denke nur an die berühmten Worte, die William Shakespeare seinem Macbeth in den Mund legte. Das Leben ist nichts als ein wandelnder Schatten, ein armer Schauspieler, der seine Stunde auf der Bühne stolziert und sich quält und dann nicht mehr gehört wird. Es ist eine Geschichte, von einem Idioten erzählt, voller Schall und Raserei, ohne Bedeutung. Arthur Schopenhauer formulierte es noch etwas drastischer. Wer sich das irdische Dasein mit seinen stündlichen, täglichen, wöchentlichen und jährlichen, kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten, mit seinen getäuschten Hoffnungen und seinen alle Berechnungen vereitelnden Unfällen vergegenwärtige, der müsse zwangsläufig zu der Überzeugung gelangen, dass gar nichts unseres Strebens, Treibens und Ringens wert sei, dass alle Güter nichtig seien, die Welt an allen Ecken bankrott und das Leben ein Geschäft, das nicht die Kosten deckt. Und so sei das Leben der meisten Menschen nichts weiter als, Zitat, ein mattes Sehnen und Quälen, ein träumerisches Taumeln durch die vier Lebensalter hindurch zum Tode unter Begleitung einer Reihe trivialer Gedanken. Gewiss, nicht jeder wird die Situation des Menschen so düster beurteilen, wie es Schopenhauer, der Großmeister des philosophischen Pessimismus, getan hat. Dennoch lässt sich die fundamentale Tragik der menschlichen Existenz nicht leugnen. Das Universum, in das wir hineingeboren werden, ist offensichtlich nicht darauf angelegt, uns besonders angenehme Rahmenbedingungen zu beschieden. Im Gegenteil, wir sind nicht nur wie alle höheren Lebensformen auf der Erde mit allen erdenklichen Arten des physischen und psychischen Leids konfrontiert. Wir wissen zudem auch noch, dass wir diesen Übeln letztlich nicht entgehen können, wie sehr wir uns auch immer anstrengen mögen. Diese Ausweglosigkeit zu ertragen, ohne zu verzweifeln, ist keine Lappalie. Und es grenzt fast schon an ein Wunder, dass die meisten von uns ihr Leben trotz allem so tapfer meistern, ohne dem Irrsinn zu verfallen. Will man ein faires Urteil über die Menschheit fällen, so darf man die besonderen Herausforderungen nicht außer Acht lassen, die das Leben an uns stellt. Denn erst vor dem Hintergrund der kleinen, größeren und großen Widerwärtigkeiten des Daseins, von denen Arthur Schopenhauer sprach, wird es verständlich, was es bedeutet, Mensch zu sein. Mit diesen zugegebenermaßen etwas magenbitteren Worten beginnt das erste Kapitel von Hoffnung Mensch. Worum geht es in dem Buch? Nun, ich versuche aufzuzeigen, dass wir Menschen besser sind, als wir gemeinhin glauben. Dazu lege ich dar, welche fantastische Leistung die Menschheit in der Wissenschaft, der Philosophie, Kunst und Technik erbracht hat, wie aufopferungsvoll sich viele unserer Artgenossen darum mühten, diese Welt zu einem besseren, einem gerechteren Ort zu machen und mit wie viel Anstand, Würde und Tapferkeit die meisten von uns ihr Leben über die Runden bringen. In gewisser Hinsicht ist Hoffnung Mensch eine Fortsetzung meines vorangegangenen Buchs Keine Macht den Doofen, nur unter umgedrehten Vorzeichen. Thematisierte Keine Macht den Doofen die unerträgliche Penetranz menschlicher Dummheit in Geschichte und Gegenwart, handelt Hoffnung Mensch von der heilenden Wirkung menschlicher Klugheit, von der Güte, dem Einfühlungsvermögen, der Kreativität, durch die sich unsere oft verkannte Spezies eben auch auszeichnet. Denn so seltsam es auch klingen mag, von seiner Veranlagung her ist der Mensch das mitfühlendste, klügste, fantasiebegabteste, humorvollste Tier auf dem gesamten Planeten. Die Menschheit hat Kunstwerke von atemberaubender Schönheit hervorgebracht und raffinierteste Methoden entwickelt, um die Geheimnisse des Universums zu lüften. Nie zuvor gab es ein Lebewesen, das sich so aufopferungsvoll um Kranke und Schwache kümmerte, das so unermüdlich für Freiheit und Gerechtigkeit kämpfte, trotz aller Niederlagen. Über die dunkle Seite der Menschheit ist viel geschrieben worden, ihre Sonnenseite fiel meist unter den Tisch. Und das hat fatale Konsequenzen, denn die Konzentration auf das Negative untergräbt die Basis jedes ernst gemeinten Humanismus, nämlich,
den Glauben an die Menschheit. Deshalb hatte ich mich entschlossen, auf den großen Menschheitsverriss von Keine Macht den Doofen eine Art Liebeserklärung an unsere Spezies folgen zu lassen. Hoffnung Mensch ist von daher vor allem auch eine Absage an den Zynismus, der vorauseilend vor der Irrationalität der Welt kapituliert, um sich den eigentlichen Herausforderungen des Menschseins gar nicht erst stellen zu müssen. Das Buch ist in drei Teile gegliedert. Im ersten Teil, die bedrängte Spezies, schildere ich die Grundprobleme der menschlichen Existenz und untersuche, welche Lösungsmöglichkeiten religiöse und nicht religiöse Weltanschauungen für diese Grundprobleme gefunden haben. Im zweiten Teil, die unterschätzte Spezies, zeige ich die bemerkenswerten Fortschritte auf, die die Menschheit im Verlauf der kulturellen Evolution nicht nur in der Wissenschaft, Technik, Medizin und Kunst, sondern auch auf dem Gebiet der Ethik erzielt hat. Im dritten Teil, Hoffnung Mensch, wende ich mich den zentralen ökonomischen, ökologischen, sozialen und kulturellen Problemen der Gegenwart zu und erläutere, warum es meines Erachtens starke Anzeichen dafür gibt, dass wir in den nächsten Jahrzehnten oder Jahrhunderten diese Probleme immer besser in den Griff bekommen können. Und darüber hinaus schlage ich am Ende des Buchs dann nochmal den Bogen zum Anfang, indem ich darlege, auf welche fruchtbare Weise der evolutionäre Humanismus auf die existenziellen Anforderungen des Menschseins antworten kann. Natürlich kann ich im Rahmen dieser Lesung oder Buchvorstellung die zahlreichen Themen und Argumente, die in dem Buch behandelt werden, nicht einmal ansatzweise darstellen, aber ich hoffe, dass Sie zumindest einen kleinen Eindruck davon erhalten werden, worum es in Hoffnung Mensch geht. Wie gesagt, ich beginne das Buch mit einer Schilderung der tragischen Seite unserer Existenz. Das Kapitel Das tragische Tier wird dabei mit einem Grundthema des französischen Existenzialisten Albert Camus eröffnet, nämlich der Erfahrung des Absurden, die sich aus der Erkenntnis speist, dass der Tod über kurz oder lang jede Bedeutung eliminiert, die wir unserem Leben gegeben haben. Was für uns erheblich war, die Freude, die wir erleben durften, das Leid, das wir ertragen mussten, die Anstrengung, die wir auf uns genommen haben, all das wird letztlich irrelevant sein. Wozu also noch der Aufwand, der mit dem Leben Tag für Tag verbunden ist, wenn am Ende doch alles für die Katze ist? Solange sich die Menschen einbilden konnten, dass das irdische Leben bloß eine Durchgangsstation zu einer höheren Daseinsform wäre, stellte sich diese Frage nicht in dieser Dringlichkeit. Denn wer ein Wozu des Lebens hat, kann sich mit nahezu jedem Wie abfinden. Geht dieses Wozu jedoch verloren, rückt das Wie des Lebens in den Vordergrund. Aus dem Schatten des endgültigen Todes tritt somit der Skandal eines Lebens hervor, eines Lebens, das nicht hält, was wir uns von ihm versprechen. Und mit diesem Skandal des Lebens, den Schmerzen, Ängsten und Verletzungen, Verlusten und unerfüllten Hoffnungen, die wir mit uns herumtragen, handelt der zweite Abschnitt dieses ersten Kapitels. Die Darlegungen zu den Widrigkeiten des Lebens machen klar, dass das Leben auch ohne ständige Konfrontation mit dem Absurden schwer genug ist. Und das gilt selbst für diejenigen, die eigentlich ein Traumlos in der Lotterie des Lebens gezogen haben, die von schwerwiegenden Krankheiten und Behinderungen verschont bleiben, die in einer liebevollen Familie aufwachsen, ökonomisch abgesichert sind und sich auch noch in ihrem Berufsleben entfalten können. Wie wir wissen, kommen nur sehr wenige Menschen in den Genuss solch traumhafter Bedingungen. Und genau das ist Thema des dritten Abschnitts, der sich mit der Ungerechtigkeit der Welt auseinandersetzt. Gerechtigkeit ist ein Maßstab, den wir ethisch denkenden Tiere intuitiv an die Natur anlegen, der in der biologischen Evolution aber keine Rolle spielt. Dass einige Arten aufsteigen, während andere vom Erdboden verschwinden, dass einige Lebewesen sich prächtig entwickeln, während andere nur ein kurzes, trostloses Dasein fristen, hat nichts mit Gerechtigkeit zu tun. Es resultiert vielmehr aus den blinden Mechanismen der Evolution, die keinerlei Mitleid kennen, keine Gnade, keinen Heilsplan.
Diese Ungerechtigkeit der Natur ist eine der verstörendsten Tatsachen, mit denen wir Menschen konfrontiert sind. Zumal wir sie auch im kulturellen Rahmen bislang nicht wirklich aufheben können. Schlimmer noch, die menschliche Kultur führt häufig sogar zu einer weiteren Verschärfung dieses Problems. Die Menschen starten eben nicht nur biologisch, sondern auch kulturell unter höchst ungleichen Bedingungen ins Leben. So, als würde man bei einem 100-Meter-Lauf dem einen 70-Meter-Vorsprung gewähren und dem anderen zusätzlich noch Steine in den Weg legen. Besonders auffällig ist das im Fall der absoluten Armut. Es ist das große, durch nicht zu rechtfertigende Schande unserer Spezies, dass Abermillionen Kinder weltweit noch immer von Geburt an zu einem Leben verurteilt sind, das ihnen eigentlich nur Hunger, Krankheit, Gewalt und einen frühen Tod bringen wird. Doch selbst wenn wir diesen Skandal aller Skandale für einen Moment außer Acht lassen und den Blick nur auf die wohlhabenden Gesellschaften richten, wird uns schmerzlich bewusst, wie ungleich die Karten von Anfang an verteilt sind. Solange die Menschen glauben konnten, dass die Ungerechtigkeit auf Erden durch eine höhere, jenseitige Gerechtigkeit aufgehoben wird, stellte sich auch dieses Gerechtigkeitsproblem noch nicht in dieser Schärfe. Gehen wir doch davon aus, dass das Leben des Menschen endlich ist, müssen wir uns der verstörenden Tatsache stellen, dass mit dem Tod auch die Ungerechtigkeit der Welt das letzte Wort haben wird. Eine Vorstellung, die nur schwer zu ertragen ist. Kein Wunder also, dass sich Abermillionen von Menschen weltweit an die Rettungsringe des Glaubens klammern, auch wenn aus ihnen objektiv betrachtet längst alle Luft entwichen ist. Wohl ahnen es viele, dass sie sich mit Hilfe dieser metaphysischen Rettungsringe nicht lange über Wasser halten können, wenn überhaupt. Doch nur wenige gestehen es sich ein. Zu groß ist die Angst, loslassen zu müssen und im Existenzstrudel ganz auf sich alleine gestellt zu sein. Mit diesem Thema befasst sich der letzte Abschnitt dieses ersten Kapitels, dessen Überschrift "Der Seufzer der bedrängten Kreatur", einem berühmten Zitat von Karl Marx, entnommen ist, das viele von Ihnen sicher kennen werden, das ich aber dennoch kurz vortragen möchte, das gerade in religionskritischen Kreisen oft sehr einseitig interpretiert wird. Die Religion, so schrieb Karl Marx 1844, ist der Seufzer der bedrängten Kreatur, das Gemüt einer herzlosen Welt, wie sie der Geist geistloser Zustände ist. Sie ist das Opium des Volks. Man übersieht leicht, dass in diesen berühmten Zeilen nicht nur eine Kritik am illusorischen Charakter der religiösen Heilserzählung zum Ausdruck kommt, sondern auch ein tiefes Verständnis für die existenziellen Nöte, aus denen heraus der religiöse Glaube geboren wird. Wer diesen Aspekt ignoriert, der verkennt die Gründe, warum so viele Menschen ein Leben ohne Religion sich nicht vorstellen können. Die Religion dient nicht nur zur Betäubung des Daseinsschmerzes oder zur Rechtfertigung des sozialen Elends. In der Religion äußert sich auch der ohnmächtige Protest gegen eine Welt, die so, wie sie ist, nicht sein sollte. Wenn man so will, ist das der humane Kern der Religion. In dem Abschnitt zeige ich auf, wie Hinduismus und Buddhismus, Judentum, Christentum und Islam auf diese existenziellen Probleme der Menschheit reagiert haben. Das heißt, welche Antworten sie gefunden haben auf die Erfahrung des Absurden, auf die Widrigkeiten des Lebens und auf die Ungerechtigkeit der Welt. Natürlich halten diese religiösen Lösungsversuche einer kritischen Prüfung nicht wirklich stand. Aber wir müssen sie trotzdem ernst nehmen. Warum? Nun, weil nur die allerwenigsten Menschen bereit sind, trostlose Wahrheiten an die Stelle hoffnungsvoller Illusionen zu setzen. Für die meisten wird ein Leben jenseits der althergebrachten Illusion erst dann attraktiv erscheinen, wenn es mehr verspricht als bloße Vernünftigkeit, nämlich Hoffnung und Geborgenheit. Doch ist das im Rahmen eines diesseitigen humanistischen Modells überhaupt möglich und
ist ein solches humanistisches Modell attraktiv genug, um mit den religiösen Modellen konkurrieren zu können? Und falls ja, besteht hier nicht die Gefahr, dass der Humanismus selbst zu einer Heilslehre entartet, der sich über die realen Interessen der Menschen ähnlich erbarmungslos hinwegsetzt, wie es die klassischen Religionen allzu oft getan haben? Muss es vielleicht zwangsläufig zu solchen degenerativen Erscheinungen kommen, weil die Menschen oder die Mehrheit der Menschen gar nicht bereit ist, ein freies, selbstbestimmtes Leben jenseits der Illusionen zu führen? Scheitert das humanistische Projekt also womöglich an der Natur des Menschen, die eine nachhaltige Befreiung von Illusionen und Ideologien gar nicht zulässt? Mit diesen Fragen beschäftigt sich das zweite Kapitel des Buchs, aus dessen einleitender Passage ich einen kurzen Auszug vortragen möchte. Aber vorher muss ich einen kleinen Schluck nehmen. Versteht man mich eigentlich gut? Ja, super. Also, aus der Einleitung dieses zweiten Kapitels. Vor einigen Jahren fand ich in einer Tageszeitung eine kurze Notiz, die von den Erlebnissen eines US-Amerikaners erzählte, der sich und der Welt beweisen wollte, dass der Mensch von Grund auf gut sei. Er hatte sich vorgenommen, hunderte von Kilometern zu marschieren, nur mit den Notwendigsten ausgerüstet, in der Hoffnung, dass er auf Artgenossen träfe, die ihm bereitwillig unter die Arme greifen würden. Da die lokalen Medien recht ausführlich über das hoffnungsvolle Anliegen des guten Mannes berichteten, wurde ihm beim Start ein fröhlich jubelndes Publikum beschert. Kaum aber hatte er die Stadtgrenze erreicht, erlebte er sein blaues Wunder. Es begann damit, dass ein Wagen neben ihm hielt. Die beiden Insassen fragten ihn, ob er der Mann sei, der beweisen wolle, dass die Menschheit gut sei. Der ahnungslose Menschenfreund bejahte die Frage und womöglich hoffte er insgeheim, ein paar aufmunternde Worte oder gar eine kleine Weggabe zu erhalten. Doch weit gefehlt. Die beiden Männer sprangen aus dem Wagen, schlugen unseren Helden nach Leibeskräften zusammen, beraubten ihn all seiner Habseligkeiten und warfen ihn anschließend als letzten Gipfel der Boshaftigkeit in den mehrere Meter darunter liegenden Fluss. Glücklicherweise kam der amerikanische Menschenfreund letztlich doch noch mit einem blauen Auge davon. Passanten entdeckten ihn wenig später, leisteten erste Hilfe und brachten ihn in ein Krankenhaus, wo er sich allmählich von den Strapazen seines gescheiterten Experiments erholte. Wie lautet die Moral von der Geschichte? Sollen wir davon ausgehen, dass der Mensch im Kern eine Bestie ist, der man nicht ungestraft über den Weg trauen darf? Nun, eine solche Interpretation wäre zweifellos verkürzt, denn sie ignoriert die Hilfeleistungen, die dem verletzten Menschenfreund eben auch zuteil wurden. Lernen kann man aus der Anekdote jedoch, dass man mit einem blauäugigen Humanismus, der die Realitäten verkennt, nicht allzu weit kommen wird. Denn die Natur ist kein Wunschkonzert. Der Mensch wird nicht gut, freundlich, hilfsbereit, wahlweise auch gottesfürchtig, asketisch, monogam, nur weil wir dies von ihm erhoffen. Gehen wir von falschen anthropologischen Voraussetzungen aus, werden unsere Pläne zwangsläufig scheitern. Wir benötigen daher eine realistische Sicht auf den Menschen, auch wenn uns das Spiegelbild, das uns die Forscher vor die Nase halten, nicht immer gefallen mag. Da jede Weltanschauung ein eigenes Bild vom Menschen zeichnet, ist kaum ein Gebiet der Wissenschaft ideologisch so hart umkämpft wie das der Anthropologie, der Lehre vom Menschen. Umso wichtiger ist es, dass wir uns darum bemühen, der Frage nach dem Wesen des Menschen vorurteilsfrei zu begegnen. Ein solcher vorurteilsfreier Blick fällt nicht nur religiösen Menschen schwer. Auch nicht-religiöse Humanisten haben ihre liebe Not damit, all die narzisstischen Kränkungen zu verkraften, die die wissenschaftliche Forschung der menschlichen Selbstverliebtheit zugefügt hat. Eine besondere Herausforderung stellt dabei die Aufhebung der sakrosanten Trennlinie dar,
die der klassische Humanismus zwischen Mensch und Tier gezogen hat. Schon Cicero, der Urvater des Humanismus, hatte die besondere Würde des Menschen in scharfer Abgrenzung zum Tier begründet. Doch eben diese Grenzziehung wurde im Zuge der evolutionsbiologischen Forschung zunehmend hinfällig. Genau das belege ich dann auch im folgenden Abschnitt, der nackte Affe, in dem ich unter anderem auf die häufig verdrängte Tatsache eingehe, dass wir Menschen mit den Schimpansen enger verwandt sind als diese mit den Gorillas. Wenn man also die Familie der Menschenaffen unbedingt in Unterfamilien einteilen möchte, so müssen Menschen, Schimpansen und Bonobos zum einen Teil, Gorillas und Orang-Utans zum anderen Teil der Verwandtschaft gezählt werden. Wie aber erklären wir uns bei der engen genetischen Verwandtschaft von Mensch und Schimpanse, dass sich diese beiden Spezies so in solch unterschiedliche Richtungen letztlich entwickelt haben? Mit dieser Frage setzt sich der nachfolgende Abschnitt auseinander. Er beleuchtet die Wurzeln der menschlichen Kultur. Dabei gehe ich unter anderem auf eine bemerkenswerte Studie ein, in der Sie hier einige Bilder sehen. Eine Studie, bei der junge Schimpansen und menschliche Kinder mit einer Box konfrontiert wurden, die eine kleine Leckerei erhielt. Im ersten Teil des Experiments, das sehen Sie hier, ist diese Box undurchsichtig, sodass der Mechanismus der Apparatur nicht von außen zu erkennen ist. Die Versuchsleiter brachten den Menschen und auch den Schimpansen Kindern eine Reihe von Verhaltensweisen bei, um die Leckerei zu erhaschen. Darum ging's. So mussten sie mal mit dem Stock oben, mal links, mal rechts klopfen, einen Riegel auf der Oberseite der Box beiseite schieben, den Stab von oben einführen, eine kleine Klappe dann öffnen, woraufhin sie dann die Belohnung aus der Apparatur herausholen konnten. Menschen- und Schimpansenkinder meisterten diese Aufgabe ähnlich gut. Also man stellt ein bisschen fest, die Menschenkinder sind etwas präziser bei der Kopie, aber das ist nicht das Bemerkenswerte an dem Versuch. Das Bemerkenswerte ist der zweite Teil. Denn in diesem zweiten Teil ist diese Blackbox keine Blackbox, sondern sie ist durchsichtig. Wir werden es gleich sehen. Hier ist jetzt die Box. Sie ist durchsichtig und man kann von außen sofort erkennen, dass alle Verhaltensweisen, die sich auf den oberen Teil bezogen haben, völlig irrelevant sind für das Ergebnis, nämlich das Erhaschen der Leckerei. Wie stellen sich nun Schimpansen und Menschenkinder an? Schimpansen haben es sofort erkannt. Ja, sie gucken sich das an, aber was machen sie? Sie schieben nichts, sie holen sich sofort die Leckerei aus der Glasbox heraus. Ja, sie haben also auf alles verzichtet, weil sie pragmatisch sofort erkannt haben, das ist ja alles völliger Unsinn. Ja? Was ist nun mit Menschenkindern? Was tun die? Und das ist eigentlich das Interessante an dem Versuch. Sie haben alle unnötigen Verhaltensweisen beibehalten. Ja? Alles das, was sie per Nachahmung erworben haben, wodurch sie erst sehr, sehr viel später als die Schimpansen in den Genuss der Leckerei kommen. Und das war bei Kindern aller Kontinente der Fall. Es gab keine Ausnahmen. Genauso wie es bei den Schimpansen keine Ausnahmen gab. Das ist ein eindeutig, signifikant, hocheindeutiges Ergebnis. Was bedeutet das? Zeigt der Versuch, dass Schimpansenkinder bei der Bewältigung solcher kognitiven Aufgaben pfiffiger, cleverer, intelligenter sind als unser eigener Nachwuchs? Ja, das zeigt dieser Versuch durchaus. Aber, und das ist der entscheidende Punkt, deswegen führe ich das hier an, es ist gerade die pragmatische Cleverness der Schimpansen, die der Weiterentwicklung ihrer Kulturen im Wege gestanden hat und bis heute noch steht. Umgekehrt bildet gerade die Bereitschaft des Menschen, nahezu alles, auch das offenkundig Sinnlose, nachzuahmen, zu kopieren, die Grundlage für den Höhenflug der menschlichen Kulturevolution. Man sieht das schön an der Entwicklung unserer Kinder. Würden sie nicht von sich aus versuchen, Laute zu imitieren, deren Sinn sie nicht verstehen, könnten sie niemals eine Sprache erlernen. Und ohne die Fähigkeit des Sprechens wäre die Menschheitsgeschichte komplett anders verlaufen. Die Evolution machte den Menschen zu dem Affen, der nicht bloß am besten nachäffen kann,
sondern der geradezu zwanghaft nachäffen muss. Muss jeder von uns. In vielerlei Hinsicht. Ich könnte jetzt ganz viele Beispiele bringen, aber das würde die Vorlesung, also die Lesung sprengen. Das erst hat die besondere Dynamik der menschlichen Kulturevolution ermöglicht. Warum? Weil kulturelle Evolution notwendigerweise auf der sozialen Weitergabe von Lernerfahrungen beruht. Und eine Spezies, die bereits biologisch darauf geeicht ist, soziale Verhaltensweisen nachzuahmen, hier natürlich besondere Vorteile. Trotz dieser besonderen Ausstattung des Menschen verlief die menschliche Kulturevolution anfangs erstaunlich langsam. Oder vielleicht auch gar nicht erstaunlich, denn man muss ja erstmal etwas kopieren können und dafür muss erstmal was da sein. Über Jahrhunderte, Tausende hinweg gab es unter Menschen kaum nennenswerte Innovationen. Ja? Homo sapiens gibt es seit 200.000 Jahren, Homo erectus ungefähr 2 Millionen Jahre. Wenn man sich anschaut, was da technologisch erfunden worden ist, das ist relativ wenig. Dann aber vor 6.000 Jahren, es gab dann auch andere Einschnitte, die neolithische Revolution, aber darauf gehe ich jetzt alles nicht ein. Vor 6.000 Jahren passierte aber etwas, was unsere Kulturevolution dramatisch verändert hat, was ihr einen dramatischen Schub gegeben hat. Es entstanden nämlich die ersten Schriftsysteme, mit deren Hilfe die Erfahrungen ganzer Generationen gespeichert und weitergegeben werden konnten. Und ist ein solches effektives Medium erst einmal erfunden worden, so führt das nicht nur zu großen sozialen, politischen und gesellschaftlichen Veränderungen, sondern auch zur Entwicklung neuer Medien, die den Zyklus des Wandels ihrerseits wieder beschleunigen. Man kann es sich schön anhand einer Grafik oder hier an dieser Folie anschauen, hätte auch schon vorher anfangen können, mit der Entstehung der Wortsprache, wahrscheinlich schon Protosprachen vor 500.000 Jahren. Es dauert Jahrhunderttausende, bis die ersten Schriftsysteme entstehen. Ja, es braucht Jahrtausende von den ersten Schriftsystemen bis zum Buchdruck. Es braucht dann nur noch Jahrhunderte vom Buchdruck bis zu den audiovisuellen Massenmedien und von Radio und Fernsehen bis zum Internet nur noch Jahrzehnte. Das ist ein wesentliches Element der beschleunigten kulturellen Evolution. Medien sind hier von besonderer Bedeutung. Für die Denker der Antike war es selbstverständlich nicht im Entferntesten vorstellbar, in welche Richtung sich die kulturelle Evolution der Menschheit einmal entwickeln würde. Wohl aber war schon ihnen bewusst, dass sich die Potenziale des Menschen erst im kulturellen Kontext voll entfalten können. Im klassischen Humanismus, dem ich einen eigenen Abschnitt widme, führte das dazu, dass nur der kultivierte Mensch als wahrer Mensch galt. Eine Haltung, die zwar einerseits den Menschen als aktiven Gestalter in den Mittelpunkt der Welt rückte und ihm dadurch auch eine gewisse Würde verlieh, das war wichtig, dann bei der Renaissance konnte man da wieder ansetzen, die aber andererseits eine verheerende Abwertung ganzer Völker und Bevölkerungsgruppen zur Folge hatte und einen Gegensatz zwischen Kultur und Natur, Mensch und Tier etablierte, die wir heute vor dem Hintergrund der modernsten Erkenntnisse einfach nicht mehr aufrechterhalten können. Es gab viele negative Aspekte am klassischen Humanismus und so wurde es im 20. Jahrhundert erforderlich, eine neue Form von Humanismus zu entwickeln, den ich im Abschnitt Huxleys Alternative darstelle, den evolutionären Humanismus. Julian Huxley war einer der bedeutendsten Evolutionsbiologen des 20. Jahrhunderts und zugleich aber auch der erste Generaldirektor der UNESCO. Und er entwickelte dieses Konzept des evolutionären Humanismus eigentlich als Rahmenkonzept für diese neue Weltorganisation für Erziehung, Kultur und Wissenschaft. Die besondere Stärke von Huxleys Konzept bestand und besteht darin, dass dieses Konzept Hoffnung jenseits der Illusion verspricht. Denn der evolutionäre Humanismus beruht weder auf dem religiösen Glauben an die Wirkmacht der Götter, die zu keinem Zeitpunkt der Geschichte festgestellt werden konnte, noch auf dem klassisch-humanistischen Glauben an die Segnung der griechisch-römischen Bildung, die uns von der tierischen Natur befreien sollte, was ebenfalls ein Trugschluss war. Die sogenannten humanistischen Gymnasien haben wenig zum Humanismus beigetragen.
Es beruht aber auch nicht auf dem sozialistisch-proletarischen, humanistischen Glauben an die Diktatur des Proletariats oder noch schlimmer, der jeweiligen Partei, die alle Formen von Ausbeutung beseitigen sollte, was de facto, wie wir wissen, nur andere, nicht minder schreckliche Formen von Ausbeutung hervorbrachte. Der Glaube des evolutionären Humanismus stützt sich nicht auf derartige Illusionen, sondern auf eine empirische Tatsache, nämlich die Entwicklungsfähigkeit des Menschen. Und darum geht es dann im zweiten Teil des Buchs Ich versuche in diesem zweiten Teil darzustellen, warum wir an die Entwicklungsfähigkeit des Menschen glauben sollten. So stelle ich im dritten Kapitel das kluge Tier dar, dass die Menschheit allmählich es geschafft hat, die Begrenzung ihrer ursprünglichen ökologischen Nische zu verlassen, wie die Menschheit den Makro- und den Mikrokosmos eroberte, wie sie faszinierende Rätsel über den Ursprung des Lebens und die Evolution von Sein und Bewusstsein zunehmend lüftete. Könnte man den Urvater der wissenschaftlichen Forschung, Aristoteles, in unsere Zeit transportieren, käme er wohl aus dem Staunen nicht heraus angesichts der unzähligen spektakulären Dinge, die die Menschheit in der Zwischenzeit über die Struktur des Universums herausgefunden hat. Wahrscheinlich würde sich Aristoteles über einen anderen Aspekt des Fortschritts sogar noch sehr viel erstaunter zeigen, nämlich über die technologischen Innovationen, die der Mensch in den letzten 2000 Jahren hervorgebracht hat. Ein antiker Grieche, so ist zu vermuten, würde sich über das rätselhafte Verhalten des Higgs-Teilchens weniger wundern als über den Anblick eines schnöden Farbfernsehers. Daher schildere ich im vierten Kapitel diese wundersame Geschichte vom Faustkeil zum Smartphone, ein imposanter Weg der technologischen Entwicklung und den man auch nicht geringschätzen darf. Zudem wende ich mich der Geschichte der Medizin zu, die zwar streckenweise äußerst dramatisch verlaufen ist, aber ohne deren Erfolge wir heute ein völlig anderes Leben führen würden und viele von uns wahrscheinlich auch schon längst gestorben wären. Kapitel 5 widmet sich dann der Kunst. Auch auf diesem Gebiet hat die Menschheit im Laufe der Zeit Erstaunliches zu Wege gebracht. Dabei zeige ich auf, dass die Kunst keineswegs eine zweckfreie, lebenspraktisch bedeutungslose Luxusveranstaltung ist, wie manche meinen, sondern im Gegenteil. Es lässt sich zeigen, dass die Kunst eine ganz wesentlich bestimmende Kraft in der Evolution unserer Spezies war. Ohne Kunst könnte das sinnliche Tier Mensch gar nicht überleben, zumindest nicht in komplexen Gesellschaften, die ein hohes Maß an sozialer Verständigung brauchen. Ja, und im Kapitel 6, das ethische Tier, geht es um den großen Kampf um Freiheit und Gerechtigkeit, den die Menschheit im Prozess der Zivilisation geführt hat. Hier erläutere ich zunächst die Ursachen, die den Menschen zum empathischsten Lebewesen auf dem Planeten machten. Und erkläre, weshalb gerade diese besondere Befähigung des Menschen zum Mitgefühl mit dem Nächsten allzu häufig den Hass gegenüber dem Fernsten, dem Nichtgruppenmitglied, verschärfte. Anlass zur Hoffnung gibt es in diesem Zusammenhang jedoch auch, und zwar deshalb, weil sich die einst sehr engen Empathiegrenzen des Menschen im Verlauf der Kulturevolution kontinuierlich erweitert haben. Zunächst galt Mitgefühl nur den Mitgliedern der eigenen Horde, später der eigenen Ethnie, Religion oder Nation, mit der UN-Menschenrechtserklärung allen Menschen, und mittlerweile sind wir dabei, auch diese Art Grenze zu überwinden und allen leidensfähigen Tieren Rechte einzuräumen. Viele Menschen kommen heute gar nicht mehr auf die Idee, andere aufgrund ihres Geschlechts, ihrer Hautfarbe, ihrer ethnischen Zugehörigkeit, ihrer Weltanschauung oder ihrer sexuellen Orientierung zu diskriminieren. Das ist ein bemerkenswerter ethischer Fortschritt, den wir nicht kleinreden sollten, auch wenn er, wie wir alle wissen, längst noch nicht überall angekommen ist. Eigentlich wäre jedes dieser vier Kapitel einen eigenen Vortrag wert. Ich kann aber hier leider nicht weiter ausholen. Wenn Sie sich dafür interessieren, muss ich auf das Buch vertrösten. Aber die Quintessenz werde ich wenigstens festhalten. Wir, und das gilt vor allen Dingen natürlich
für die Menschen in den modernen Wissenschaftsgesellschaften. Wir stehen heute in fast jeder Hinsicht besser da als die Menschen vergangener Zeiten. Und es wäre völlig absurd zu glauben, dass mit dem gegenwärtigen Stand der Zivilisation die Entwicklungspotenziale der Menschheit bereits ausgereizt werden. Im Gegenteil. Wir sollten davon ausgehen, dass die Menschheit in der Wissenschaft, Technologie, Medizin, Kunst und Ethik in den nächsten Jahrzehnten, Jahrhunderten ein Entwicklungsniveau erreichen kann, das so weit von unseren heutigen Möglichkeiten entfernt ist, dass wir uns das gar nicht vorstellen können. Diese unausgeschöpften Potenziale, die müssen wir im Hinterkopf behalten, wenn wir die gravierenden Probleme in den Blick nehmen, mit denen die Menschheit heute konfrontiert ist. Und mit diesen gravierenden Problemen beschäftigt sich dann auch das 7. Kapitel Quo Vadis, Menschheit. Hier erläutere ich ja so etwas wie eine Logik der Zerstörung, eine Logik der Vernichtung mit verschiedenen Komponenten, die aber alle systemisch zusammenhängen. Also man kann keinen einzelnen Aspekt herausnehmen, die sind alle miteinander verknüpft. Also ökologische Zerstörung, ökonomische Fehlentwicklung, Demokratiedefizite, Korruption, Kriminalität, kriegerische Auseinandersetzungen, Gruppenideologien, Armut und soziale Ungleichheit, Krankheiten, Seuchen, Bevölkerungswachstum, unzulängliche Bildungssysteme. Ich habe mal vor ziemlich genau 20 Jahren auch schon mal fast die gleiche Liste aufgestellt von den fundamentalen Problemen der Welt. Und deswegen fand ich das spannend, einfach mal zu schauen, was hat sich denn in den letzten 20 Jahren getan? Und es hat sich vieles zum Positiven verändert. Was wir aber selten wahrnehmen, da wir Menschen dazu neigen, auch aus evolutionären Gründen, negative Nachrichten stärker wahrzunehmen als positive. Daher mag es vielleicht den einen oder anderen verwundern, dass auf fast allen Gebieten Verbesserungen stattgefunden haben seit 1990. Hier nur einige wenige Beispiele. So hat sich die Zahl bewaffneter Konflikte seit 1990 mehr als halbiert. Gab es 1992 noch 55 Kriege weltweit, waren es 2012 nur 24. Die Sterblichkeitsrate von Kindern unter 5 Jahren sank im gleichen Zeitraum um 41%. Der Anteil der chronisch unterernährten Menschen von 23,2% der Weltbevölkerung auf 14,9%. Zudem haben seit 1990 2,1 Milliarden Menschen Zugang zu sauberem Wasser erhalten, womit der Anteil derjenigen, die in den Genuss von sauberem Wasser kommen, von 76% auf 89% der Weltbevölkerung gewachsen ist. Darüber hinaus wurden verbesserte sanitäre Einrichtungen für 1,9 Milliarden Menschen geschaffen. Das sind nur einige wenige Beispiele für die bemerkenswerten Fortschritte der letzten Jahre, die in der Öffentlichkeit allerdings kaum wahrgenommen werden, da wir uns immer nur auf die Probleme konzentrieren. Dass es diese Erfolge gegeben hat, bedeutet natürlich nicht, dass wir uns selbstzufrieden zurücklehnen könnten. Im Gegenteil, vor allem auf 3 Gebieten sollten wir uns noch stärker engagieren. Wir brauchen unbedingt eine rationale und fairere Wirtschafts- und Finanzpolitik. Wir müssen ökologisch und ökonomisch intelligentere Technologien entwickeln und sollten drittens auch endlich damit beginnen, eine transkulturelle humanistische Perspektive zu fördern. Zu allen 3 Punkten hier noch ein paar Stichworte. Die globale Ungleichheit hat mittlerweile Dimensionen angenommen, die jeder Beschreibung spotten. Das ist einer der wenigen Bereiche, wo es tatsächlich schlimmer geworden ist. Nach einer UN-Studie besitzen die reichsten 10% der Weltbevölkerung 85% des globalen Vermögens. Während die ärmere Hälfte, also 50% der Menschheit, zusammen gerade einmal auf 1% des Vermögens zurückgreifen kann. Noch deutlicher werden die Ausmaße dieser Ungleichheit, wenn wir zusätzlich zu dem offiziellen Vermögen auch noch das Offshore-Kapital mit einbeziehen, das in Steuerparadiesen geparkt wird. Den Schätzungen des Tax Justice Network zufolge, und ich kenne keine bessere bisher, besitzen, und das sind wirklich unglaubliche Zahlen, finde ich, die reichsten 0,001% der Weltbevölkerung, das sind 91.000 Personen, 30,3% des Weltvermögens. 0,001, 30%. Die reichsten 0,011%, das ist weniger als ein Drittel der Einwohnerzahl Berlins, über die Hälfte aller weltweiten Finanzressourcen. 0,011 gehört die Hälfte.
Die reichsten 0,14%, das ist das Dreifache der Einwohnerzahl Berlins, kommen schon auf 81,3% des gesamten globalen Kapitals. Alle anderen, immerhin 99,86% der Weltbevölkerung, müssen sich mit den restlichen 18,7% des globalen Vermögens begnügen. Das besonders Erstaunliche daran ist, oder Schockierende daran ist, dass viele dieser extrem reichen Menschen aus den ärmsten Ländern der Welt kommen. Rechnet man, und wurden auch durch Korruption in der Regel so reich, rechnet man das Gegen, die Nettoschulden der ärmsten Länder der Welt, die haben 2,9 Billionen US-Dollar Schulden im Westen, rechnet man das hoch gegenüber dem Kapital, das Menschen aus genau diesen Ländern haben, das sind 10 Billionen, so sind also die ärmsten Länder der Welt eigentlich Nettogläubiger des Westens. Insofern ist das dritte Weltproblem auch ein Steuergerechtigkeitsproblem und das nur am Rande. Glücklicherweise hat sich aber mittlerweile herumgesprochen, dass eine globale Wirtschaft auf den Bedürfnissen einiger weniger Superreicher nicht funktionieren kann. Mehr und mehr Politiker scheinen im Zusammenhang auch zu begreifen, dass Sparen nicht immer das beste, sondern oftmals das schlechteste Rezept ist, um angeschlagene Volkswirtschaften zu retten, da diese eben durch rigide Sparmaßnahmen noch tiefer in die Krise gerissen werden. Die Lösung des Problems liegt eben nicht darin, Sozial-, Bildungs- und Kulturausgaben einzuschränken. Die Lösung liegt viel eher darin, dass die Staaten endlich beginnen, all jene zur Kasse zu bitten, deren Privatvermögen im Zuge der Verschuldung der öffentlichen Haushalte, das hängt ja alles miteinander zusammen, ins Unermessliche gewachsen sind, vor allem eben diese 0,14% der Weltbevölkerung, die mehr als 80% des globalen Vermögens horten und es zum erheblichen Ausmaß als Offshore-Kapital anlegen. Aus purer Not heraus, vielleicht auch beim einigen Einsicht, aber eigentlich war es pure Not, haben die Staaten nun begonnen, die großen internationalen Steueroasen trocken zu legen. Es ist witzig, das in der Schweiz zu sagen, aber ich sage es trotzdem. Und was lange Zeit als Ausdruck linker Spinnerei galt, etwa die Finanztransaktionssteuer, das findet man heute immer häufiger auch in den Programmen konservativer Parteien, wo man über all das natürlich auch diskutieren kann. Zudem trifft das Gebaren einiger transnationaler Unternehmen, die ihre Marktstellung ausnutzen, um die Preise zu diktieren, Lohnkosten zu drücken, Arbeitsschutz und Umwelt Fragen, Auflagen zu umgehen, zunehmend auf Widerstand, was mittlerweile selbst in den Gremien der WTO, des IWF und der Weltbank zu einem Umdenken geführt hat. Wäre viel noch zu sagen, gehen wir zum nächsten Punkt. Der Entwicklung ökologisch und ökonomisch intelligenter Technologien. Es gab wohl kaum eine Bewegung, die in den letzten Jahrzehnten so viel Positives bewirken konnte wie die globale Umweltbewegung. Doch leider haben sich bei ihren Anhängern doch einige Irrationalismen eingeschlichen. So führte die wichtige und richtige Erkenntnis, dass es auf einem begrenzten Planeten notwendigerweise Grenzen des Wachstums gibt, wenn man Wachstum auf eine bestimmte Art und Weise definiert, zu der Auffassung, dass wir künftig auf weiteres Wachstum verzichten sollten. Zudem rief die ebenso richtige und wichtige Kritik an umweltzerstörenden, risikoreichen Technologien eine tiefgehende Technologiefeindlichkeit bei vielen Ökologiebewegten hervor, die technische Innovationen häufig von vornherein ablehnen, ohne die für und wider rational gegeneinander abzuwägen. Nun lässt sich aus der Perspektive ökologiebewegter westlicher Wohlstandsbürger leicht von einem Nullwachstum sprechen, werfen wir den Blick jedoch auf die globale Ebene, sieht das anders aus. Selbst wenn es mit Hilfe einer rationaleren Wirtschafts- und Finanzpolitik gelänge, die Ärmsten der Armen aus ihrer Notlage zu befreien, so müssten wir doch, oder gerade dann, auch nach den allergünstigsten Prognosen der Weltbevölkerungsentwicklung Jahr für Jahr mehr Nahrungsmittel, mehr Kleidung, mehr Schulen, mehr sanitäre Einrichtungen etc. schaffen. Ein weiteres Wirtschaftswachstum wird also notwendig sein, wenn wir nicht in den Kauf nehmen wollen, dass weite Teile der Weltbevölkerung verelenden. Global gesehen brauchen wir daher mehr, nicht weniger Wachstum und das verlangt mehr, nicht weniger technische Innovation. Allerdings, das ist wiederum der wichtige Punkt, sollte diese zukünftige Technologie ein gutes Stück intelligenter konzipiert sein als die, die wir heute einsetzen. Die ist nämlich hochgradig unintelligent in vielerlei Hinsicht. In welche Richtung es dabei gehen kann, skizziere ich im Buch anhand des sogenannten Cradle-to-Cradle-Prinzips. Wenn Sie davon noch nie was gehört haben, schauen Sie sich das mal an, findet man bestimmt auch unter Google. Damit
Zum dritten Punkt, der Entwicklung einer transkulturellen humanistischen Perspektive. Bedauerlicherweise, das wissen wir alle, denken noch immer viel zu viele Menschen rund um den Globus in den limitierten Kategorien ihrer Nation, ihres Volkes, ihres Clans, ihrer Religion. Folgen dieser Scheuklappenblindheit sind nicht nur kriegerische Konflikte, sondern auch wirtschaftliche Irrationalismen. Um eine rationale Weltinnenpolitik zu ermöglichen, für die sich viele Menschen weltweit schon engagieren, ist es daher entscheidend, dass wir die sogenannte Identitätsfalle überwinden, also die absurde Normierung von Individuen auf vermeintlich stabile Gruppenidentitäten, der Deutsche, der Türke, der Schweizer, der Christ, der Muslim, der Atheist. Wenn wir einen Kampf der Kulturen vermeiden wollen, müssen wir solch einseitige Identitätsabgrenzungen überwinden und uns stattdessen natürlich vergegenwärtigen, dass wir allesamt längst kulturelle Mischlinge sind. Der Fortschritt in der menschlichen Geschichte erfolgte stets dadurch, dass unterschiedliche kulturelle Strömungen zusammengeflossen sind und dadurch Neues erzeugten. Und eben das ist es, was der Begriff Transkulturalität meint. Glücklicherweise hat diese transkulturelle Perspektive in den letzten Jahren durch die zunehmende Verbreitung der elektronischen Massenmedien einen großen Aufwind erfahren, auch wenn die meisten Menschen das Wort transkulturell sicherlich noch nie gehört haben, entziehen sie sich ganz im Sinne dieses Ansatzes immer häufiger den vorgegebenen Normierungen, selbst in Ländern wie dem Iran, in denen so etwas noch im höchsten Maße verpönt ist. Offenkundig fällt es den Wächtern der Monokultur im Zeitalter des Internets immer schwerer, die kulturellen Schotten geschlossen zu halten. Und trotz ihrer verzweifelten Versuche, die Entwicklung aufzuhalten, wächst die Menschheit deshalb Jahr für Jahr stärker zusammen, was zur Folge hat, dass mehr und mehr Menschen die Scheuklappen abwerfen und sich des reichen kulturellen Erbes erfreuen, das über Jahrtausende hinweg rund um den Globus geschaffen wurde. Wir sind daher, wie ich meine, auf einem guten Weg, die großen ökologischen, ökonomischen, sozialen und kulturellen Probleme der Menschheit in den Griff zu bekommen. Woran liegt es dann aber, dass so viele Menschen gegenteiliger Meinung sind und sehr viel eher der zynischen Auffassung zuneigen, dass rationale Argumente nichts, aber auch rein gar nichts am Lauf der Dinge verändern können? Ich denke, das hängt maßgeblich damit zusammen, dass wir die Welt meist nur aus einer sehr limitierten Zeitperspektive wahrnehmen und dadurch vieles für selbstverständlich halten, was in Wahrheit überhaupt nicht selbstverständlich ist. So vergessen wir leicht, wo die Menschheit noch Anfang des 20. Jahrhunderts stand, da ein typischer Vertreter, ein Staatsmann der damaligen Zeit. Die Menschheit wusste damals noch nichts vom Urknall, von fremden Galaxien und schwarzen Löchern, von den Vorgängen im Atom und in der Sonne. Sie ahnte noch nichts von der Bedeutung der DNA, den neuronalen Grundlagen des Bewusstseins und schon gar nichts von den Möglichkeiten des Fernsehens, Computers oder Internets. Die medizinischen Kenntnisse damals waren noch so begrenzt, dass schon kleinste Schnittverletzungen den Tod bedeuten konnten. Ja, wenn man sich beim Rasieren geschnitten hatte und infiziert war, es gab keine Antibiotika, konnte man daran schon sterben. Blinddarmoperationen, viele große Geister der Mathematik sind, nicht viele, aber einige, sind tatsächlich an Blinddarmdurchbruch gestorben. Noch Anfang des 20. Jahrhunderts wurde das selten operiert oder konnte nicht operiert werden. Auch in ethisch-politischer Hinsicht stehen wir heute in einem ganz anderen Zeitalter als noch Anfang des 20. Jahrhunderts. Damals gab es kaum Demokratien, auch lustig in der Schweiz zu sagen, aber immerhin die wenigen Demokratien, und da zählt die Schweiz auch dazu, die gewährten den Frauen zumindest kein Wahlrecht. Minderheiten wurden rigoros verfolgt. Lesben und Schwule diskriminiert, Kinder gezüchtigt, Rassismus und Chauvinismus boomten und der Krieg wurde von Bevölkerungsmehrheiten außerhalb der Schweiz mit solchem Enthusiasmus begrüßt, als handele es sich um ein internationales Sportereignis. Es ist kaum zu leugnen, dass sich in den letzten 100 bis 150 Jahren auf dem Feld der kulturellen Evolution mehr getan hat als in den 10.000 Jahren der menschlichen Zivilisationsgeschichte zuvor. Wie es weitergehen wird, weiß natürlich niemand zu sagen, aber es gibt starke Anzeichen dafür, dass sich der positive zivilisatorische Entwicklungstrend der letzten Jahre fortsetzen wird. Ich glaube, dass wir in den kommenden Jahrzehnten nicht nur bahnbrechende Neuerungen in der Wissenschaft,
in der Technologie, der Medizin erleben werden, sondern auch, dass wir diese globale transkulturelle Sichtweise zunehmend entwickeln werden, die Diskriminierung jeglicher Art ausschließt. Ich prognostiziere sogar, jetzt gehe ich besonders weit, dass sich die Bedrohung Mensch aus der Perspektive der Ökosphäre, wenn die eine Perspektive hätte, zunehmend in eine Hoffnung Mensch verwandeln wird. Nicht nur, weil wir den Schaden beheben werden, den wir selbst verursacht haben, sondern auch, weil wir die Einzigen sind, die das Potenzial haben, die Artenvielfalt der Erde gegen äußere Bedrohungen zu schützen. Denn der nächste Meteoriteneinschlag kommt bestimmt. Und seine Konsequenzen könnten weit verheerender sein als der Einschlag vor 66 Millionen Jahren, der die Hälfte aller Tierarten, unter anderem die Dinosaurier, auslöschte. Meteoriteneinschläge dieser globalen Dimension treten schätzungsweise alle 100 Millionen Jahre auf. Mit kleineren, immer noch unsagbar tödlichen Einschlägen muss man alle 10 Millionen Jahre rechnen. Wir hatten also doch einiges Glück gehabt bisher. Noch besitzen wir nicht die Technologie, um derartige Einschläge zu verhindern, aber das könnte sich bald ändern. Ich bin mir natürlich im Klaren darüber, dass es angesichts der dramatischen Bilder von gerodeten Tropenwäldern und schmelzenden Eisbergen, die um die Welt gehen, merkwürdig, ja geradezu sonderbar erscheinen mag, wenn ich den Menschen hier nicht als Zerstörer, sondern als potenziellen Retter der Artenvielfalt präsentiere. Aber ich denke, dass es plausible Argumente dafür gibt, diese alternative Sichtweise nicht nur einzunehmen, sondern sie sogar noch etwas zuzuspitzen. Betrachtet man die Evolution nämlich aus einer kosmologischen Perspektive, wie ich das im Buch auch tue, so lässt sich die Menschheit durchaus als eine Art Immunabwehr beschreiben, die vom Organismus Erde ausgebildet wurde, um sich gegen tödliche Bedrohungen zu schützen. Damit ich jetzt nicht missverstanden werde, selbstverständlich handelt es sich dabei nicht um einen zielgerichteten Prozess, auch nicht um einen bewussten Prozess. Auch das Immunsystem der Säugetiere ist nicht dadurch entstanden, weil die Natur irgendwelche Zwecke verfolgte, sondern vielmehr als Ergebnis zukunftsblinder Selektionsmechanismen. Tiere, die sich gegen Krankheiten schützen konnten, pflanzten sich fort, andere starben aus. Analog dazu meine ich, dass ein ähnlicher, vergleichbar, aber ähnlicher Selektionsprozess auch auf kosmischer Ebene stattfindet. Nur solche Planeten, so die Behauptung, können auf längere Sicht höhere Lebensformen beheimaten, die Spezies mit der Fähigkeit hervorbringen, Meteoriteneinschläge oder ähnlich katastrophale Ereignisse abzuwehren. Bei allen anderen Planeten wird der evolutionäre Prozess immer wieder von Neuem beginnen müssen. Insofern, könnte man sagen, haben die höheren Tiere auf der Erde Glück gehabt, dass mit der Menschheit eine Spezies auf ihrem Planeten entstanden ist, die zumindest das Potenzial hat, die Ökosphäre über einen längeren Zeitraum hinweg stabil zu halten, auch wenn momentan, wie wir alle wissen, das Gegenteil davon zu beobachten ist. In der Langzeitperspektive ist die Menschheit, beziehungsweise das, was aus ihr irgendwann mal hervorgehen wird, ohnehin wohl die einzige Hoffnung darauf, dass das irdische Leben der totalen Vernichtung in den nächsten kosmischen Sekunden entgehen wird. Denn schon in 500 Millionen Jahren, das klingt nach viel, entspricht aber nur knapp 11% der bisherigen Erdgeschichte, werden höhere Lebensformen auf unserem Heimatplaneten aufgrund der zunehmenden Strahlkraft der Sonne nicht mehr existieren können. In etwa 2 Milliarden Jahren wird sich die Erde in einen reinen Wüstenplaneten verwandelt haben. Und das ist eine interessante Perspektive. Unterstellt man also, wie es Milliarden von Menschen noch immer tun, dass die Erde mitsamt ihren Lebensformen von einem Gott erschaffen wurde, so müsste man folgern, dass dieser an der Bewahrung der Schöpfung kein sonderliches Interesse hat. Ansonsten hätte er die Parameter des Kernfusionsreaktors Sonne sicherlich etwas lebensfreundlicher eingestellt. Mit anderen Worten, das ist mir wichtig, weil der Mensch meistens als Büßer, als Sünder in einer eigentlich perfekten Natur dargestellt wird, es ist genau andersrum. Wir sind nicht Teil einer gut gemeinten, gut gemachten Schöpfung, die ohne den zerstörerischen Zugriff des Menschen heil wäre.
sondern eines hochsensiblen, verletzlichen Ökosystems, das ohne Einsatz menschlicher Technologie von vornherein dem Untergang geweiht ist. Das werden vielleicht einige Grüne nicht gerne hören, aber das ist eigentlich die einzige für mich stimmige ökologische Position, die man vertreten kann. Nicht der technologische Fortschritt ist also das Problem, sondern die Tatsache, dass wir diesem Fortschritt in ethisch-politischer Hinsicht noch immer so weit hinterherhinken. Genau an diesem Punkt setzt der evolutionäre Humanismus an, den Julian Huxley einst unter dem Eindruck der Gräueltaten des Zweiten Weltkriegs entwickelt hat. In den letzten Abschnitten von Hoffnung Mensch, ich komme jetzt auch zum Ende, zeige ich auf, warum dieses Rahmenkonzept des evolutionären Humanismus nicht nur eine hervorragende Grundlage für die politischen Entscheidungen unserer Zeit darstellen kann, sondern auch, warum er überzeugende Antworten auf diese existenziellen Grundprobleme des Menschseins bietet. Mir fehlt die Zeit, um im Rahmen dieser Lesung näher darauf einzugehen, wie der evolutionäre Humanismus auf die Erfahrung des Absurden, auf die Widrigkeiten des Lebens und die Ungerechtigkeit der Welt reagiert. Auch kann ich nicht ausführen, warum ich meine, dass der evolutionäre Humanismus den Sinn und Geschmack fürs Unendliche, also das, was nach Friedrich Schleiermacher das eigentliche Aufgabengebiet der Religion sein sollte, also warum der evolutionäre Humanismus genau diese religiöse Grundanforderung in weit höherem Maße bedient als jedes traditionelles Glaubenskonzept. All das können Sie, wenn Sie mögen, selbst im Buch nachlesen. Zum Abschluss meiner Lesung möchte ich nun einen kleinen Auszug aus den letzten Passagen des Buchs vortragen, da sie, wie ich meine, die grundlegende Botschaft recht gut zusammenfassen. Davon muss ich aber noch mal einen Schluck nehmen. Sie erlauben. Aber Sie haben es gleich verstanden. Aus evolutionär-humanistischer Sicht ist kein einziges Leben sinnlos, das auch nur ansatzweise dazu beiträgt, die Freude auf dem Erdball zu mehren und das Leid zu mindern. Ganz bewusst bin ich in den vorangegangenen Kapiteln auf die Schicksale einiger Personen eingegangen, die in ihrer Zeit als gescheiterte Existenzen galten. Etwa Olympe de Gouges in Frankreich geköpft, Giordano Bruno in Italien verbrannt, Ignaz Semmelweis in Österreich totgeprügelt und Thomas Paine in den USA so geächtet, dass er nicht einmal auf einem öffentlichen Friedhof begraben werden konnte. Doch war ihr Leben vergeblich? Weit gefehlt. Olympe de Gouges starb zwar unter der Guillotine, aber ihre Ideen lebten fort und trugen dazu bei, dass die Forderung nach der Gleichberechtigung der Geschlechter mehr und mehr verwirklicht wurde. Brunos Werke sollten mit ihrem Autor vernichtet werden, aber sie waren über Jahrhunderte hinweg eine Inspirationsquelle für unzählige Philosophen und Wissenschaftler, die die Ideen dieses Ketzers begierig aufgriffen. Ignaz Semmelweis kam zwar in einer Nervenheilanstalt unter fürchterlichen Umständen zu Tode, aber er rettete mit seinen absurden Hygienevorstellungen unzähligen Frauen das Leben, die ansonsten am Kindbettfieber gestorben wären. Thomas Paine wurde zwar am Ende seines Lebens in weiten Teilen der Welt verachtet, aber gerade seine Überlegungen zu den universellen Menschenrechten, zur bürgerlichen Freiheit und sozialen Gerechtigkeit haben die kulturelle Evolution der Menschheit entscheidend geprägt. In einer eingeschränkten Perspektive kann das Leben des Einzelnen also durchaus einen über den Tod hinausweisenden Sinn haben, nämlich insofern sich seine Handlungen positiv auf das Leben nachkommender Generationen auswirken. Eben dies war die Motivation vieler Männer und Frauen, die wegen ihrer fortschrittlichen Ideen zu Lebzeiten verkannt, verlacht, verbannt, verfolgt wurden. Sie schöpften ihre Kraft nicht zuletzt aus dem Glauben, dass sich die Menschheit weiterentwickeln werde und sich ihr Einsatz somit am Ende doch noch gelohnt haben könnte. Wie wir im Rückblick feststellen können, war dieser Glaube keine eitle Illusion, sondern eine Hoffnung, die sich in vielen Fällen bewahrheitet hat. Auch wir Heutigen werden ohne einen solchen Glauben an die Menschheit nicht auskommen, wenn wir die Probleme meistern wollen, mit denen wir heute konfrontiert sind. Eines der ersten philosophischen Bücher, die mir in meiner Jugend in die Hände fiel,
war Erich Fromms Jenseits der Illusion. Als ich diese Schrift das erste Mal las, begeisterte mich die darin enthaltene Ideologiekritik. Doch das humanistische Glaubensbekenntnis, mit dem Fromm sein Buch beendete, schreckte mich ab. Heute sehe ich das anders. Ich bewundere Fromms Mut, sich wenige Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg und dem Holocaust, dem er als deutscher Jude nur knapp entkommen war, so offensiv zum Glauben an die Menschheit zu bekennen. Viel leichter wäre es gewesen, wenn er es bei der Kritik belassen hätte. Denn wer es wagt, darzulegen, woran er im positiven Sinne glaubt, der steht nackt da und ist Angriffen sehr viel ungeschützter ausgeliefert. Heute begreife ich auch, dass Fromm seinen Glauben an die Vervollkommnungsfähigkeit des Menschen nicht formulierte, um die alten theistischen Religionen durch eine neue humanistische Religion zu ersetzen. Es ging ihm vielmehr um eine Konversion des Religiösen, um einen kulturellen Transformationsprozess, der die humanen, lebensbejahenden Impulse aufgreift und die inhumanen, lebensfeindlichen Elemente abbaut, die sich im Verlauf der kulturellen Evolution in religiösen wie nicht-religiösen Traditionen ausgebildet haben. Mir scheint, dass wir eine solche Konversion zur Menschheit heute dringender benötigen als je zuvor. Es ist höchste Zeit, die kulturellen Schatzkammern zu öffnen und mit neuem Geist zu füllen. Nicht zuletzt aus diesem Grund habe ich am Ende des Manifests des evolutionären Humanismus den 10 Geboten, 10 Angebote entgegengestellt und jenseits von Gut und Böse mit einer alternativen Paradiesgeschichte abgeschlossen. Da die beiden Bücher mit dem vorliegenden eng verknüpft sind, möchte ich auch dieses Buch mit der säkularisierten Fassung eines religiösen Textes beenden, und zwar mit einem alternativen Glaubensbekenntnis. Mein persönliches Credo, das selbstverständlich nicht den Anspruch hat, für irgendjemanden verbindlich zu sein, ist deutlich kürzer gehalten als das Glaubensbekenntnis, das Erich Fromm vor mehr als 50 Jahren vorlegte. Es zielt aber summa summarum in die gleiche Richtung. Ich glaube an den Menschen, den Schöpfer der Kunst und Entdecker unbekannter Welten. Ich glaube an die Evolution des Wissens und des Mitgefühls, der Weisheit und des Humors. Ich glaube an den Sieg der Wahrheit über die Lüge, der Erkenntnis über die Unwissenheit, der Fantasie über die Engstirnigkeit und des Mitleids über die Gewalt. Ich verschließe nicht die Augen vor den Schrecken der Vergangenheit, dem Elend der Gegenwart, den Herausforderungen der Zukunft, aber ich glaube, dass wir bessere Wege finden werden, um das Leid zu vermindern, die Freude zu vermehren und das Leben zu bewahren. Ich glaube an den Menschen, der die Hoffnung der Erde ist. Nicht in aller Ewigkeit, doch für Jahrmillionen. Amen. Ich danke Ihnen für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Michael, für diesen tollen Vortrag und dein neues Buch. Ich denke, du hast bei uns allen großes Interesse geweckt, es sich vollständig zu Gemüte zu führen. Und wer dies gleich tun will, kann danach beim Apero im Lichthof am Büchertisch ein Exemplar erwerben und dieses anschließend auch von Michael signieren lassen. Nun, die GBS Schweiz und Deutschland haben einen Förderkreis. Sie werden jetzt die Gelegenheit erhalten, sich für unseren Newsletter und unseren Förderkreis anzumelden. Damit bleiben Sie auf dem aktuellsten Stand über alle GBS-Aktivitäten. Ich lade Sie dazu ein, dies auf den Listen zu tun, die jetzt verteilt werden, und möchte noch dazu sagen, dass die Mitgliedschaft im Förderkreis mit keinen zwingenden finanziellen Verpflichtungen verbunden ist. Sie sind also herzlich eingeladen, da sich einzuschreiben, auch wenn Sie studieren oder keine großen Spenden geben können. Und von dem Förderkreis ist es einfach so, dass dort viele die GBS mit einer Spende unterstützen, aber grundsätzlich keine Pflicht damit verbunden ist. Nun
Damit kommen wir bereits zum zweiten Vortrag des Abends. Adriano Manino wird die GBS Schweiz vorstellen, über den evolutionären Humanismus reden und die GBS Schweiz Projekte darin einbetten. Adriano ist Philosoph und freier Autor. Er bloggt unter anderem für NZZ Campus und beim Community-Blog der GBS Schweiz. Und zurzeit amtet er als Co-Präsident der GBS Schweiz und er arbeitet an einem Buch über Sentience Politics, dem ersten Projekt der GBS Schweiz. Sie mich gut? Okay. Wie Sie bereits gesehen haben, muss ich nun sagen, vielen Dank, Jonas. Ich werde versuchen, Ihnen in den nächsten 25 Minuten die Projekte GBS Schweiz näher zu bringen und Sie in den evolutionären Humanismus einzubetten und den Rest des Witzes haben Sie bereits gelesen. Daher gleich in medias res. Beginnen wir mit einer Denksportaufgabe. Anna schaut Bert an, Bert schaut Clara an. Anna ist verheiratet, Clara ist unverheiratet. Berts Zivilstand ist unbekannt. Dann die Frage, schaut eine verheiratete Person eine unverheiratete an? Ich gebe Ihnen kurz Zeit, sich die Situation zu vergegenwärtigen. Drei Antwortoptionen. Anna, Bert, Clara, verheiratet, unverheiratet. Okay, wer denkt, die korrekte Antwort laute ja? Wer denkt, sie laute nein? Und wer denkt, die Frage sei unentscheidbar? Gut. Wer hat geschummelt, weil die Aufgabe schon bekannt war und verzerrt nun die Stichprobe? vielen Dank, richtig. Gut, die korrekte Antwort lautet, nun, ich gebe Ihnen vielleicht zunächst noch einen Tipp. Gehen Sie alle Möglichkeiten durch. Ja, die Möglichkeiten insbesondere für den Zivilstand Berts natürlich. Wenn Bert verheiratet ist, dann schaut er Clara an, die ist unverheiratet, dann schaut also eine Verheiratete eine unverheiratete Person an. Wenn Bert unverheiratet ist, das ist die zweite logische Möglichkeit hier, dann ist es auch der Fall, denn dann schaut Anna, die verheiratet ist, Bert an, der unverheiratet ist. Also in allen logisch möglichen Fällen lautet die korrekte Antwort hier ja. Aber wie wir auch hier sehen konnten, führt uns unsere erste Intuition, unser Bauchgefühl in die Irre. Wir nehmen nämlich an, die Frage sei unentscheidbar, nicht? Wir kriegen ja keine Information darüber. Aber mit diesem kleinen Tipp gehen Sie alle logischen Möglichkeiten durch. Erhöht sich die Wahrscheinlichkeit schon signifikant, hat man festgestellt, dass Menschen bzw. Menschengehirne hier die korrekte Antwort ausspucken können. Nun mögen Sie fragen, was hat das alles mit dem evolutionären Humanismus zu tun? Der evolutionäre Humanismus bezieht sich ja auf die Tradition der Aufklärung und des Humanismus, dessen Kernelement die Vernunft bzw. die Rationalität ist. Rationalität besteht insbesondere darin, korrekt zu denken, das heißt Denkfehler zu vermeiden. Und Denkfehler nennt man in der modernen Kognitionspsychologie Biases. Kognitive Biases, das sind also systematische irrationale Muster, die in unserem Denken auftreten und uns daran hindern, unsere Ziele zu erreichen. Weiter ist es natürlich ein Kernziel der Rationalität, Probleme möglichst effizient zu erkennen und dann auch zu lösen. Das Adjektiv evolutionär deutet bereits an, dass es uns auch um eine evolutionäre Weiterentwicklung des Humanismus geht, dies in einem mehrfachen Sinne. Und ein Sinn besteht eben darin, dass wir den Rationalitätsbegriff im Lichte der modernen Kognitionswissenschaft schärfen wollen.
Hier ein zweites Beispiel, das in einem Rationalitätstest etwa enthalten sein könnte. Es ist vielleicht bekannter. Ein Seerosenteich enthält am Tag 1 eine Seerose. Jeden Tag verdoppeln sich die Seerosen. Am Tag 100 ist der Teich voll. Frage: An welchem Tag war er halb voll? Intuitiv neigen selbst hochintelligente Menschen, die die Aufgabe noch nicht kennen, da nicht schummeln, dazu, hier die Antwort 50 zu geben. Ja? Antwort 50, Hälfte der Tage. Die korrekte Antwort lautet natürlich aber 99. Denn wenn am Tag 99 der Teich halb voll ist, sich die vorhandenen Seerosen noch einmal verdoppeln, dann ist er am Tag 100 ganz voll. Was geht hier vor? Die Kognitionspsychologie hat festgestellt, dass wir oft in linearen Zusammenhängen denken. Das heißt, wenn wir unser Bauchgefühl, unsere Intuition warten lassen, dann denken wir, alle Bewegungen seien grundsätzlich mal linear. Und wenn wir es dann mit nichtlinearen Prozessen, wie dem Prozess hier zu tun haben, der exponentiell verläuft, dann kriegen wir natürlich ein Problem. Man könnte hier also von einem Linearitätsbias sprechen, den wir haben. Mit evolutionspsychologischen Erklärungen solcher Phänomene muss man natürlich vorsichtig sein, aber eine Erklärung könnte darin bestehen, dass wir in der Vergangenheit, in der evolutionären Vergangenheit, in der unser Gehirn entstanden ist, vor allen Dingen mit linearen Bewegungen konfrontiert waren. Und daher ist es eine gute erste Approximation, diese Linearitätsintuition. Aber wenn wir es dann eben mit nichtlinearen Prozessen zu tun haben, kriegen wir Schwierigkeiten. Jetzt ergeben sich daraus natürlich keine folgenschweren Konsequenzen, wenn es einfach ein Seerosenbeispiel ist. Aber wenn wir es zum Beispiel mit Technologieprognosen des 21. Jahrhunderts zu tun haben und wir dann linear denken, während es in Tat und Wahrheit so ist, dass viele dieser Prozesse exponentiell verlaufen, dann könnte dies ins Auge gehen, aber ich komme darauf zurück. Nun, die allgemeine Problemdiagnose, die die moderne Kognitionswissenschaft stellt, sieht ungefähr wie folgt aus. Wir verfügen über ein kognitives System 1, über ein Schnelldenksystem, wenn man so will, das intuitiv, implizit, schnell, aber auch ziemlich unzuverlässig funktioniert. Glücklicherweise können wir aber auch in ein System 2 wechseln, in ein Durchdenksystem, wenn man so will. Dieses System funktioniert analytischer, expliziter, das heißt die einzelnen Denkschritte werden expliziter gemacht, langsamer, ist aber auch bedeutend zuverlässiger. Das System 1 könnte man etwa auch mit dem Begriff des Bauchgefühls umschreiben, der Intuition, und dazu gibt es viele eindrückliche Experimente, wenn man die Leute zum Beispiel fragt, wie gut denken Sie, können Sie im Vergleich zu den anderen Auto fahren? Ja, also gehören Sie da etwa zu den besten 10%, dann denken alle, Sie gehören zu den besten 50%. Ja. Alle, erstaunlicherweise, gehören Sie alle zur besseren Hälfte. Das ist die Bauchgefühlantwort, die wir geben. Dieses Phänomen nennt man in der Kognitionspsychologie Overconfidence Bias, Selbstüberschätzung. Wir überschätzen systematisch unsere Fähigkeit, die Dinge richtig einzuschätzen. Also wenn wir intuitiv denken, wir seien uns 90% sicher oder gar 99% sicher, dann, so hat die Psychologie gezeigt, würden wir gut daran tun, diese Zahl runterzuschrauben auf etwa 60%. Die erwähnte Problemdiagnose geht insbesondere auf die Forschungen Daniel Kahnemanns zurück, der Kognitionspsychologe, der den Nobelpreis für Ökonomie erhalten hat, und das zeigt auch bereits an, in welchem Feld seine Forschung bis dahin vor allen Dingen Anwendung fand. In der GBS Schweiz sind wir aber insbesondere auch daran interessiert, dieses Rationalitätswissen bzw. dessen Anwendung zu erweitern, insbesondere auf Bereiche der Ethik, der Politik und gesamtgesellschaftlich relevanter Fragen. Im Buch Thinking Fast and Slow fasst Kahnemann seine Forschung zusammen, und diese Forschung wurde im deutschen Sprachraum zum Beispiel von Rolf Gabelli popularisiert in seinen Bestsellern Die Kunst des klaren Denkens und Die Kunst des klugen Handelns. Dobelli stellt hier 2x52 Biases vor, also irrationale Denkmuster, die uns systematisch daran hindern, unsere Ziele zu erreichen. Und er zeigt auch schön auf, inwiefern dies eben ins Auge gehen kann. Ich habe erwähnt, dass es uns um einen kognitionswissenschaftlich geschärften Rationalitätsbegriff geht. Und damit ist das Bewusstsein darum verbunden, dass Biases, also Denkfehler, überall auflauern. Wenn man Wikipedias Biasliste konsultiert, ja, Cognitive Biases auf Wikipedia, dann stellt man fest, dass die nicht endet. Ja. Das sind Dutzende, wenn nicht Hunderte Begriffe aufgelistet für all diese Bias-Phänomene, die Denkfehler, die kognitionspsychologisch belegt werden konnten. Ja. Also in allen individuellen
wie gesellschaftlichen Entscheidkontexten sind mit diesen Denkfehlern, die ins Auge gehen können, ist damit zu rechnen. Diese Biases, die wir relativ präzise benennen können heute, liefern auch zumindest eine teilweise Erklärung für religiöses und pseudowissenschaftliches Denken. Und mit diesen Phänomenen befassen sich in der Schweiz natürlich insbesondere die Freidenkervereinigung und die Skeptiker. In der GBS sind wir besonders daran interessiert, wie bereits erwähnt, dieses Biaswissen dann auf Bereiche der Ethik, der Politik, gesamtgesellschaftlich relevanter Fragen anzuwenden. Und vor diesem Hintergrund haben wir auch ein Projekt lanciert, das Rationality Project der GBS Schweiz. Sie finden erste Materialien dazu auf rationality.ch, weitere werden folgen. Wir planen zum Beispiel Rationalitätsworkshops anzubieten. Mittelfristig ist auch die Ausarbeitung eines entsprechenden Schulfachs geplant. Und das scheint uns äußerst zentral zu sein, denn das Wissen darum, wie unser Denkorgan funktioniert, scheint fundamental zu sein für alle Wissenschaften überhaupt und für alle Bereiche, in denen wir Informationen sammeln, daraus Schlüsse ziehen müssen und dann Entscheidungen fällen müssen. Es ist, als würden wir mit einem Thermometer die Temperatur messen und das Thermometer weicht sozusagen systematisch vom korrekten Wert ab. Und wenn wir vor diesem Hintergrund trotzdem korrekte Temperaturangaben machen wollen, dann müssen wir natürlich wissen, wann und inwiefern und in welcher Größenordnung das Thermometer vom wahren Wert abweicht. Und genauso verhält es sich mit unserem Gehirn, wenn es darum geht, ein zutreffendes Weltbild zu generieren und dann adäquate Entscheidungen zu fällen. Hier noch ein weiteres Beispiel aus der Praxis, das bezieht sich auf die Wirtschaft wiederum. 1985, das Intel-Management steht an einem Scheideweg. Bis dahin hatte man sich auf das Memory-Chip-Geschäft konzentriert, das aber mehr und mehr problematisch wird. Und nun stellt man sich die Frage, sollen wir relativ radikal Kurs wechseln und uns neu auf das Mikroprozessoren-Geschäft fokussieren? Man hat Mühe, sich von den Memory-Chips loszusagen, und es ist folgender Kurzdialog dokumentiert aus dem damaligen Management. Der damalige CEO Andy Grove meinte, wenn Sie uns feuern und einen neuen CEO holen, was würde er tun? Also Sie sehen hier das Denktool, das er anwendet. Ja? Also er fragt sich, welchen Ratschlag würde ein Außenstehender geben? Ja? Wenn man Mühe hat, eine Situation objektiv zu beurteilen, tut man gut daran, sich diese Frage zu stellen. Wie würde ein Außenstehender wohl unsere Entscheidungssituation beurteilen? Gordon Moore antwortete, er würde das Memory-Chip-Geschäft aufgeben. Auf Gordon Moore geht übrigens das Moore'sche Gesetz zurück, das Ihnen vielleicht bekannt ist, wonach sich die Computer-Hardware ebenfalls nicht linear, sondern exponentiell entwickelt. Und Grove antwortete, warum sollten du und ich dann nicht diesen Raum verlassen, wieder eintreten und exakt dies tun? Und das ist natürlich exakt die richtige Frage. Und in der Tat hat Intel dann auf das Mikroprozessoren-Geschäft gewechselt und der Rest ist eine Erfolgsgeschichte. Was andernfalls passiert wäre, können Sie sich ausmalen. Dieses Denktool nimmt die Perspektive eines Außenstehenden ein, dient dazu, den sogenannten Status Quo Bias und die Sunk Cost Fallacy zu vermeiden, die kognitionspsychologisch gut dokumentiert sind. Wir haben eine irrationale Präferenz, den Status Quo zu bevorzugen, auch wenn es neue, andere Optionen gibt, die besser wären und daher rationalerweise zu bevorzugen wären. Und wir haben eine Sunk-Cost-Fallacy, das heißt, wenn wir in eine Option bereits Ressourcen investiert haben, dann haben wir Mühe, uns von dieser Option loszusagen und auf eine neue, bessere Schiene, bessere Option zu wechseln. Und dieses Phänomen ist allgegenwärtig. Ein Beispiel aus der Medizin, man hat herausgefunden, dass Patientinnen und Patienten Mühe haben, ihre Medikation zu wechseln, auch wenn sich herausstellt, dass eine andere, neue Medikation besser wirken würde. Ja? Wir haben eine irrationale Tendenz, bei der ersten Medikation zu bleiben, die uns verschrieben wurde. Auch das kann ins Auge gehen. Dann ein Beispiel aus der Politik. Michael hat die Demokratie erwähnt und das Frauenstimmrecht. In der Schweiz wurden 9 von 10 Volksinitiativen abgelehnt bisher. Ich glaube, es gab um die 200 Volksinitiativen seit der Gründung der Eidgenossenschaft und 9 von 10, 90% wurden abgelehnt. Nun liegt das sicher auch zum Teil daran, dass viele Volksinitiativen nicht hervorragend durchdacht waren, aber es gibt hier sicher auch einen ganz massiven Status Quo-Bias. Man vergegenwärtige sich zum Beispiel die Situation oder die Entwicklung im Bereich des Frauenstimmrechts. Ja? Viele Anläufe waren nötig, bis es endlich durchgebracht werden konnte. Und das ist sicher zu einem guten Teil auch dem Status Quo-Bias geschuldet. Und das erkennt man auch daran, dass sobald wir dann die neue Option gewählt haben,
kommt es uns nicht mehr in den Sinn, wieder auf die alte zu wechseln. Das heißt, unsere Präferenz für die alte Option war vermutlich vor allen Dingen einem massiven Status Quo-Bias geschuldet. Leider haben wir hier auch kuriose und schädliche soziale Normen. Ja, also in der amerikanischen Politkultur gibt es zum Beispiel den Begriff des Flip-Flopping. You're a Flip-Flopper, wenn Sie Ihre Meinung zu oft wechseln. Ja, auch durchaus auch im Lichte neuer rationaler Argumente. You're not supposed to change your opinion. You're a Flip-Flopper. Eigentlich sollte es ja gerade umgekehrt sein. Aktuell gibt es oft soziale Minuspunkte, weil man in der Lage ist, seine Meinungen im Licht rationaler Kritik abzudecken. Es sollte dafür soziale Pluspunkte geben. Und wie oft wagen wir es nicht, im Alltag zum Beispiel andere zu kritisieren, die gewisse Irrtümer begehen, die uns offensichtlich scheinen, weil wir uns vor ihrer aggressiv-defensiven Reaktion fürchten. Ja? Und wie oft ist es vielleicht der Fall, dass sich andere nicht trauen, uns zu kritisieren? Hier eine unvollständige Liste einiger Durchdenktools und wissenschaftlicher Disziplinen, Subdisziplinen, die für die Rationalität besonders relevant sind. Und als letzten Punkt habe ich hier das Bias-Bewusstsein und die Update-Fähigkeit aufgelistet. Um es mit Michael Schmidt-Salomon zu sagen, Kritik ist ein Geschenk, ich habe nicht mehr zu verlieren als meine Irrtümer. Ja, ich habe diesen Punkt bereits ausgeführt. Ein Irrtum ist per Definition etwas, das mich zumindest potenziell daran hindert, meine Ziele zu erreichen, was eben ins Auge gehen kann. Das heißt, über Kritik sollten wir uns immer freuen, aber emotional haben wir oft trotzdem leider die gegenteilige Reaktion. Nun, was ist die Ursache für diese Bias-Kontamination unseres Denkens? Eine wesentliche Ursache ist sicher die Tatsache, dass wir nach wie vor mit einem Steinzeitgehirn herumlaufen. Unser Gehirn ist nicht durch intelligentes Design entstanden, sondern durch den biologischen Evolutionsprozess, dessen Ziel es insbesondere war, die Verbreitung der Gene zu maximieren und nicht etwa unsere persönlichen Ziele zu erreichen, geschweige denn unsere persönlichen Ziele im 21. Jahrhundert. Unsere Kognition ist also limitiert durch die biologische Evolution und oft leider auch durch die kulturelle Evolution. Wenn man zum Beispiel eben an Religionen, an ideologische Systeme, Vorurteile aller Art denkt, die uns oft bereits im frühkindlichen Alter im Gehirn eingepflanzt werden, dann haben wir oft größte Mühe, uns von ihnen loszusagen und sie radikal kritisch zu hinterfragen. Das ist eine Art, wie die kulturelle Evolution limitierend wirken kann. Selbstverständlich kann auch das Gegenteil der Fall sein. Selbstverständlich können wir kulturell auch kritisches Denken, wissenschaftliches Denken, progressives Denken erlernen. Insofern kann die kulturelle Evolution selbstverständlich unsere Kognition auch massiv optimieren. Ich habe bereits erwähnt, dass es das Ziel der GBS ist, dieses Rationalitätswissen insbesondere auch auf die Bereiche der Ethik, der Politik und gesamtgesellschaftlich zentraler Fragen anzuwenden, die sich in evolutionärer Perspektive stellen. Nun, eine Leitfrage des evolutionären Humanismus könnte lauten, woher kommen wir und entsprechend, wer sind wir heute, wo stehen wir heute und wohin wollen wir in Zukunft rational gehen. Das entspricht in der Ethik einer Öffnung der Perspektive rückwärts zu den nichtmenschlichen Tieren, zu unseren evolutionären Verwandten, und es entspricht auch einer Öffnung nach vorn, vorwärts hin zur Frage, endet die Evolution mit uns? Zunächst aber zur Öffnung nach hinten, zu den nichtmenschlichen Tieren. Eine Bestandesaufnahme ergibt hier relativ schnell, dass wir mit ihnen tun, was wir mit Menschen oder Menschentieren niemals tun würden. Und das schreit natürlich nach einer rationalen Begründung. Ja, wie begründet sich, wenn überhaupt, dieser Speziesismus, das heißt die relativ krasse Ungleichbehandlung aufgrund der biologischen Spezieszugehörigkeit? Traditionell sagte man oft, naja, es sind ja nur Tiere. Aber offensichtlich stammt dieses Diktum aus einer vordarwinistischen Zeit. Seit Darwin wissen wir, dass auch wir selbstverständlich Tiere sind und nicht auf einem metaphysischen Sockel stehen. Biologisch sind wir Trockennasenaffen. Was soll mit diesem Diktum dann überhaupt gemeint sein? Wir wissen, dass es ein evolutionäres Kontinuum gibt und das erhöht natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass uns die nichtmenschlichen Tiere ähnlicher sind, als wir traditionell gedacht haben, als wir noch davon ausgingen, dass wir eben auf einem besonderen metaphysischen Sockel stehen. Nun, vor diesem Hintergrund wäre zum Beispiel die aktuelle Gesetzeslage mit unserem System 2 systematisch zu durchdenken. Aktuell findet man, dass es verboten ist,
auch nur ein Tier zu medizinischen Zwecken zu schädigen, wenn dazu valable Alternativen existieren. Und das ist ein vernünftiges Prinzip, es ist eine direkte logische Implikation eigentlich des allgemeinen Tierschutzgedankens, der auch im Gesetz verankert ist und in etwa besagt, dass es unzulässig ist, Tiere unnötig zu schädigen, sie ohne vernünftigen Grund zu schädigen. Und das impliziert logisch natürlich, dass wir die Alternativen fördern müssen. Es gibt auch eine Staatspflicht, diese Alternativen zu fördern, wenn sie existieren. Das findet im Bereich der medizinischen Tierversuche relativ konsequent Anwendung. Gleichzeitig stellen wir aber fest, dass es erlaubt ist, zahllose Tiere zu kulinarischen Zwecken zu schädigen, auch wenn valable Alternativen vorliegen. Und das scheint ein relativ krasser Widerspruch zu sein. Ja? Also wenn es uns ernst ist mit dem Tierschutzgedanken, dass wir Tiere nicht unnötig schädigen wollen, dann müssen wir das natürlich auch im kulinarischen Bereich anwenden und sagen, naja, wenn im kulinarischen Bereich Alternativen vorliegen, dann sollten wir auch dort danach streben, die Tierschädigungen systematisch zu minimieren und die Alternativen zu fördern. Und der Widerspruch scheint besonders eklatant angesichts der Tatsache, dass im medizinischen Bereich ja hohe Güter auf dem Spiel stehen. Nicht? Dort geht es letztlich um Menschenleben. Wenn wir den medizinischen Fortschritt verlangsamen, dann werden Menschen sterben. Wir können sie vielleicht nicht spezifisch identifizieren, aber wir wissen, dass es diese Opfer geben wird. Im Bereich 2 hingegen, im kulinarischen Bereich, ist nichts dergleichen der Fall. Dort geht es höchstens um etwas Gaumenspaß und trotzdem finden wir dort keine gesetzliche Pflicht, die Alternativen zu fördern. Vor diesem Hintergrund hat die GBS Schweiz das Projekt Sentience Politics gestartet. Das Wort Sentience bedeutet Empfindungsfähigkeit oder Bewusstsein. Es geht also darum, Politik zu machen für alle empfindungsfähigen, leidensfähigen Wesen. Das impliziert keineswegs einen engen Tierfokus. Menschen sind selbstverständlich und ganz zentral auch empfindungsfähige Wesen. Sentience könnte man mit Michael wie folgt umschreiben: Heidenspaß statt Höllenqual für alle im Diesseits. Das ist das politische Ziel. Sie haben vielleicht von unserer Kernforderung in den Medien bereits gelesen. Aktuell fordern wir, ich werde darauf gleich zurückkommen, insbesondere die Förderung der pflanzlichen, der veganen Ernährung, also die Erhöhung des veganen Anteils an unserer Ernährung. Daraus hat sich medial bereits eine interessante Debatte ergeben mit unserem Beiratsmitglied und Professor Beda Stadler, die Sie vielleicht auch mitverfolgt haben. Beda Stadler ließ verlauten, er wisse gar nicht, was wir wollten, er sei ja schon vegan. Zumindest zwischen den Mahlzeiten. Sie können die Debatte medial nachlesen, auch auf unserer Homepage. Es entwickelt sich ganz interessant. Allgemein geht es beim Projekt Sentence aber auch um Rationalität in der Politik, ganz im Allgemeinen. Ein rationaler Ansatz in der Politik müsste zunächst einmal nach einer Bestandesaufnahme der aktuell größten Probleme fragen. Was uns am gemeinhin üblichen politischen Engagement etwas stört, ist die Tatsache, dass oft relativ schnell und a priori bereits gewisse Politikbereiche und Forderungen herausgegriffen werden und gesagt wird, darauf muss ich mich konzentrieren, das ist aktuell die dringlichste Sache, ohne dass man sich in einem globalen Kontext systematisch überlegt hat, was bedeutet das überhaupt, dass ein Problem dringlich ist, wie sind die Relationen, die quantitativen Relationen und so weiter zu verstehen. Nun machen wir also zunächst eine Bestandesaufnahme der aktuell größten Herausforderungen, die sich im globalen Kontext stellen, leisten. Und auf dieser Liste, das ist wiederum unabgeschlossen, unvollständig, müssten zum Beispiel der Klimawandel stehen, denke ich, der Welthunger und die Wasserknappheit. Aktuell sind nach wie vor 850 Millionen Menschen permanent unterernährt, 20.000 Kinder sterben jährlich an den Folgen. Und auch das aktuelle enorme Tierleid. Global schlachten wir über 60 Milliarden Tiere pro Jahr, jedes Jahr. Und eine zweite wichtige Frage, die sich ein rationaler Ansatz in der Politik stellen muss, ist natürlich, wie lassen sich mit unseren limitierten Ressourcen die meisten Probleme möglichst umfassend lösen oder zumindest eindämmen? Ja, unsere Ressourcen sind immer limitiert, die Ressourcen an Geld, Zeit, Arbeitskraft. Und mit diesen Ressourcen machen wir natürlich den höchsten Problemlöse-Output generieren. Und das ist im politischen Kontext keine triviale Angelegenheit, denn ein wesentliches Ziel besteht ja darin, unnötiges Leid zu minimieren und im besten Fall aus der Welt zu schaffen. Und wenn wir daher nicht das rational optimale Vorgehen wählen und treffen, dann bedeutet dies, dass da draußen jemand oder viele leiden werden, die nicht gelitten hätten, wenn wir rationaler entschieden hätten.
Nun, soweit zur Öffnung der ethischen Perspektive rückwärts. Nun nach vorn. Endet die Evolution mit uns? Sollten wir die Evolution in die eigene Hand nehmen? Nun, kulturell tun wir das natürlich bereits. Und es ist auch vergleichsweise einfach, dies kulturell zu tun. Wobei Michael ja gesagt hat, dass wir der Affe sein, der quasi zwanghaft nachäfft. Und das wird uns hier auch oft zum Verhängnis, wie bereits erwähnt. Wir neigen dazu, kulturelle Denksysteme allzu oft unkritisch zu übernehmen. Aber wir haben doch die Fähigkeit, die kulturelle Evolution aktiv, positiv in unserem Sinne zu gestalten. Mehr und mehr gilt dies aber auch für die biologische Evolution. In die biologische Evolution greifen wir natürlich mit der Medizin bereits ein, aber moderne Biotechnologien, wie zum Beispiel die Präimplantationsdiagnostik, eröffnen Potenziale, die weit über die traditionelle Medizin hinausgehen. Erstmals in der Evolutionsgeschichte durchschaut eine Spezies den oft blind brutalen Prozess und könnte zu intelligentem und hoffentlich mitfühlendem Design übergehen. Dazu gibt es bereits eine rege akademische Debatte unter dem Begriff des Human Enhancement. Sie sehen hier die Professoren, die Oxford-Professoren Nick Bostrom und Julian Savulescu. Sie sind in diesem Feld tätig. Human Enhancement, da geht es darum, die biologische Conditio Humana systematisch mit dem Einsatz der Biotechnologie, der modernen Biotechnologien zu optimieren. Beispielsweise könnte die Präimplantationsdiagnostik bereits jetzt hunderte Krankheiten ein für alle Mal aus unserem Erbgut eliminieren. Dasselbe gilt dann auch, noch nicht heute, aber in absehbarer Zukunft, vielleicht für mentale Fähigkeiten wie unsere Empathieniveaus, unsere Glücksniveaus, unsere Intelligenzniveaus. Das ist eines der Arbeitsgebiete von Nick Bostrom. Und Nick Bostrom setzt sich zum Beispiel auch dafür ein, dass moderne Biotechnologien dahingehend eingesetzt werden. Michael Schmidt-Salomon hat vom Skandalon des Todes gesprochen, dahingehend eingesetzt werden, dass der Alterungsprozess selbst eingedämmt und vielleicht letztlich sogar überwunden wird. Nick Bostrom meint, the idea is to die young, as late as possible. Und Julian Savulescu fügt an, und sicher nicht völlig zu Unrecht, if we don't play God, who will? Ich habe die Präimplantationsdiagnostik erwähnt, die aktuell ja diskutiert wird. Und auch hier können wir die aktuelle Gesetzeslage systematisch zu durchdenken versuchen. Einerseits ergibt sich hier, dass aktuell die selektive Auswahl und Abtreibung von Föten erlaubt ist. Das ist erlaubt, nach der 12. Schwangerschaftswoche eine Fruchtwasseruntersuchung durchzuführen und dann im Falle gewisser Krankheiten abzutreiben. Was aber nach wie vor, zumindest hierzulande, verboten ist, ist die Produktion und Selektion gesunder Embryonen im Reagenzglas. Das ist verboten. Und auch das scheint ein ziemlich eklatanter Widerspruch zu sein. Oft spricht man sich für das Verbot von 2 damit aus, dass man sagt, naja, das wäre ja Eugenik, nicht? Wenn wir quasi aufgrund gesundheitlicher Merkmale selektionieren würden. Aber wenn das bereits Eugenik ist, dann ist auch der Sachverhalt unter 1 natürlich Eugenik. Ja? Sogar noch mit einer Abtreibung und weiteren Übeln verbunden. Also es scheint irgendwie eine äußerst irrationale Debatte zu sein in diesem Bereich. Was man sich auch fragen muss, ist eine kritische Hinterfragung des Diskurses um die Embryonenforschung. Aktuell ist sie ja relativ strikten Limitationen unterworfen. Und eine Frage, die hier zum Beispiel zu stellen wäre, wäre bezüglich des Status eines Embryos. Nicht? Es handelt sich hier um einen menschlichen Einzeller oder dann vielleicht einen Vielzeller, einen Blastozysten, ein Embryo im frühesten Stadium. Und traditionell haben wir natürlich diese Mensch-Tier-Dichotomie im Kopf, ja, die Heiligkeit allen menschlichen Lebens. Aber wenn die einmal fällt im Lichte des Darwinismus, stellt sich die Frage, ja, was macht einen solchen Einzeller denn eigentlich schützenswert? Also in welchem moralisch relevanten Sinne kann er geschädigt werden? Im Gegensatz zu erwachsenen Menschen oder anderen Tieren verfügt ein Embryo ja noch nicht über ein zentrales Nervensystem, verfügt also nicht über Empfindungsfähigkeit, über Bewusstsein, und es ist rational nicht einsichtig, inwiefern diese Entität über genuine und schützenswerte Interessen verfügt. Nun werden wir vielleicht sagen, naja, wir sind uns nicht sicher bezüglich des moralischen Status dieser Struktur und daher lassen wir vielleicht besser die Finger von der entsprechenden Forschung, dann können wir sie sicher in Unschuld waschen. Das wäre aber auch ein Bias. In der Kognitionspsychologie wird er Omission Bias, Unterlassungsbias genannt. Wir neigen dazu zu denken, naja, wenn wir die Finger von etwas lassen, können wir sie sicher in Unschuld waschen. Aber das ist eine kognitive Illusion, denn wir können nicht entscheiden.
Auch das Nichtstun ist eine Entscheidung, die Folgen hat. Wenn wir zum Beispiel uns entscheiden, nicht oder nur sehr limitiert an Embryonen zu forschen, dann hat dies natürlich auch Konsequenzen für den medizinischen Fortschritt, der dann auch langsamer verlaufen wird. Und das erzeugt zwangsläufig Opfer. Eine weitere Konsequenz des Nichtstuns hier wäre, dass der Druck steigt, vermehrt und weiterhin Tierversuche durchzuführen. Und im Gegensatz zu Embryonen verfügen Tiere natürlich über ein zentrales Nervensystem, über Bewusstsein, Empfindungs- und Leidensfähigkeit. Also auch diese Situation wäre systematisch zu durchdenken und die aktuelle Gesetzeslage meines Erachtens ziemlich radikal auch zu hinterfragen. Gehen wir aber weiter. Ich beziehe mich hier wiederum auf die Werke von Nick Bostrom und Julian Savulescu, die uns zum Beispiel auch mit der Möglichkeit des Enhancements von mentalen Eigenschaften konfrontieren. Und zum Beispiel fragen, was, wenn wir unsere Intelligenz- oder Empathieniveaus von X, X bezeichne hier den aktuellen Durchschnittswert, auf 2X erhöhen könnten. Wäre das gut, wünschenswert, gar moralisch geboten? Bostrom und Savulescu weisen hier auch darauf hin, dass China zum Beispiel bereits ein Programm am Laufen hat zum genetischen Screening und zur Ausarbeitung der genetischen Grundlagen oder Komponenten des IQ. Zwillingsstudien haben gezeigt, dass der IQ auch eine signifikante genetische Komponente hat. Und China ist dabei, diese zu entschlüsseln. Und es ist leicht zu sehen, dass uns dies mit riesigen Herausforderungen konfrontieren wird. Nun, Bostrom und Savulescu laden uns dazu ein, in diesem Kontext auch das folgende Gedankenexperiment und Argument zu betrachten. Was, wenn unsere aktuellen Empathie- und Intelligenzniveaus nur 0,5x betrügen, wenn wir also doppelt so dumm und doppelt so egoistisch werden. Sie sagten in diesem Zusammenhang auch, dass es keine allzu große Übertreibung sei, die Menschheitsgeschichte auch als eine Katastrophenserie zu beschreiben. Und es ist in der Tat so, dass sich eine, leider muss man sagen, blutrote Spur auch durch unsere Geschichte zieht. Und das hat natürlich auch mit den Limitationen unseres Gehirns zusammen, mit unserer Dummheit, mit unserem Egoismus. Bostrom und Savulescu geben dann zu bedenken, dass wir in diesem Fall, wenn die Niveaus 0,5x betrügen, ja, uns vorstellen könnten, ja, wie sähe die Welt dann aus? Wenn wir uns schon vergegenwärtigen, wie die Welt und die Weltgeschichte aussieht mit einem Niveau von x, dann würden wir sagen, na ja, na klar ist es gut und wichtig, dass wir uns auf einem x-Niveau befinden und nicht auf einem 0,5x-Niveau. Aber dann schließen sie im Analogieschluss sozusagen, na ja, wenn wir bereits auf 2x wären und dann in der Retrospektive uns fragen würden, wie sähe die Welt aus, wenn wir nur auf X wären? Dann wäre es uns ebenso klar, dass es gut, wünschenswert und vielleicht sogar moralisch geboten ist, zu versuchen, schnellstmöglich auf 2X zu kommen, um größere Katastrophen zu verhindern. Nun ist es nicht von der Hand zu weisen, dass damit natürlich auch ein großes dystopisches Potenzial einhergeht. Ja? Brave New World ist sicher eine Assoziation, die man damit hat. Wobei man natürlich aufpassen muss, dass man nicht gleich die Literatur und den Film überträgt auf die empirische Realität. Das ist natürlich auch empirisch fundiert und wissenschaftlich dann zu untersuchen. Und an sich gäbe es ja keinen Grund, wie in Brave New World mit diesen Biotechnologien dann Menschenklassen zu schaffen, sondern was man ethisch tun würde, wäre der Versuch, quasi allen Menschen, allen Kindern das Beste mit auf den Weg zu geben, was wir punkto Intelligenz, Empathie und Glücksniveaus biotechnologisch zu bieten haben. Aber dennoch, ganz klar, das hat alles massives dystopisches Potenzial, diese Technologien, die hier bereits existieren oder absehbar sind. Folgt daraus wiederum, dass wir gut daran tun, die Hände davon zu lassen, um sie in Unschuld waschen zu können? Natürlich nicht, denn es könnte sein, dass das Katastrophenrisiko noch größer ist, wenn wir nichts tun. Es geht hier an diesem Punkt natürlich nicht darum, konkrete Konklusionen zu suggerieren, sondern zunächst einmal darum, die richtigen Fragen zu stellen. Aber es ist eine reale Möglichkeit, dass das Katastrophenrisiko angesichts des bisherigen Verlaufs der Menschheitsgeschichte durchaus größer sein könnte, wenn wir nichts tun in diesem Bereich. Wie gesagt, wir können nicht entscheiden und das Nichtstun hat hier ebenfalls Konsequenzen. Und diese Fragen stellen sich insbesondere deshalb in besonderer Dringlichkeit, weil zum Beispiel im Bereich der Computertechnologie auch ungeheure Dinge absehbar werden. Cyborgs zum Beispiel, es existieren bereits Kakerlaken, deren Gehirne mit Computertechnologien verschmolzen sind. Und es besteht die Möglichkeit, in den kommenden Dekaden, vielleicht Jahrhunderten, diese Technologien auch auf die Menschenhirne anzuwenden. Und einen entsprechenden Druck gibt es sicher.
Dann stellt sich die Frage, wie intelligent Computer werden können. In vielen Bereichen schlagen sie uns bereits. In vielen Intelligenzbereichen haben wir keine Chance gegen die besten Computer. Insgesamt sind wir ihnen aber sicher noch um eine Nasenlänge voraus, was die generelle Intelligenz angeht. Und wie steht es um die Möglichkeit bewusster Computer? In diesem Bereich arbeitet zum Beispiel Professor Thomas Metzinger. Er sitzt auch im Beirat, im wissenschaftlichen Beirat der Giordano Bruno Stiftung, ist Bewusstseinsforscher, stellt sich also die Frage, was ist Bewusstsein, was ist das Selbst, was ist Selbstbewusstsein, was ist Leidensfähigkeit und hier ganz zentral auch, ist es möglich, wird es möglich sein, dass klassische Computer Bewusstsein entwickeln oder vielleicht etwas später Quantencomputer, und er rechnet sehr stark mit dieser Möglichkeit. Ja? Also man braucht sich gar nicht auf konkrete Zeithorizonte festzulegen mit übersteilen Thesen, wie dies manche Futuristen tun. Thomas Metzinger rechnet mit dieser Möglichkeit. Es beruht natürlich auf einigen bewusstseinsphilosophischen Prämissen, aber die Möglichkeit und Wahrscheinlichkeit bereits in diesem Jahrhundert ist nicht von der Hand zu weisen. Es laufen hier natürlich auch viele Forschungsprojekte, beispielsweise an der ETH Lausanne, das Blue Brain Project, wo versucht wird, in einer klassischen Computerarchitektur unser Gehirn letztlich vollständig zu simulieren, bis auf jedes Neuron und jedes Molekül hinunter. Und wenn diese Projekte erfolgreich sind im wissenschaftlichen Sinne, dann ist tatsächlich damit zu rechnen, dass wir irgendwann mit Bewusstsein, echtem Bewusstsein konfrontiert werden, mit Personen auf digitalem Trägermedium. Ja. Das würde uns in die Lage versetzen, sozusagen künstliche Welten zu erschaffen. Das wäre eine ultimative Macht. Und mit ultimativer Macht geht natürlich auch ultimative moralische Verantwortung einher, wie leicht zu sehen ist. Ich meine, es wäre dann ein leichtes, abhängig natürlich von der zur Verfügung stehenden Rechenleistung, diese Personen, diese Bewusstseine zu kopieren, vielleicht ad infinitum diese künstlichen Welten zu vergrößern. Und das alles wirft natürlich ungeheure ethische Fragen und Herausforderungen auf. Professor Jürgen Schmidhuber ist auch in diesem Bereich tätig. Er leitet das Schweizerische Laboratorium für künstliche Intelligenz in Lugano. Auch er geht davon aus, dass die kulturelle Evolution allgemein exponentiell verläuft, eben nicht linear. Michael hat auch davon gesprochen, dass sich die kulturelle Evolution beschleunigt. Und die Annahme ist nicht unplausibel, dass wir in den kommenden 50 Jahren einen technologischen Fortschritt sehen werden, der in der Größenordnung dem Fortschritt entspricht, den wir in den letzten 500 Jahren gesehen haben. Ja? Es liegt in der Natur exponentieller Entwicklung. Und 500, 50 und dann vielleicht wieder dasselbe Fortschrittsausmaß in bloß 5 Jahren. Und das könnte sich also drastisch beschleunigen. Der Seerosenteich füllt sich und wir merken es vielleicht nicht. Auch die genauen Zeithorizonte spielen hier keine allzu große Rolle. Ich meine, wenn es möglich sein wird, und Professor Schmidhuber geht stark davon aus, dass an einem gewissen Zeitpunkt Maschinen existieren werden, die in allen kognitiv relevanten Bereichen um Größenordnungen intelligenter sind als wir, dann könnte dies natürlich die gesamte Welt, die gesamte Gesellschaft und vielleicht darüber hinaus den Kosmos umkrempeln. Und hier sind auch die exakten Wahrscheinlichkeiten gar nicht so relevant. Denn stellen Sie sich vor, Sie erfahren heute, dass morgen etwas geschehen wird, das Ihr Leben mit einer Wahrscheinlichkeit von bloß 5% oder vielleicht von bloß 1% umkrempeln wird, in positiver oder negativer Richtung, total umkrempeln. Naja, selbst bei einer 5% Wahrscheinlichkeit würden Sie sehr gut daran tun, rational gut daran tun, sich auf dieses Ereignis vorzubereiten und nach Kräften zu versuchen, das Steuer in eine positive Richtung zu reißen. Endet die Evolution mit uns? Michael Schmidt-Salomon sagte, wir sind nicht die Krone der Schöpfung, sondern die Neandertaler von morgen. Und man kann anfügen, und die Cyborgs von gestern oder die Schöpfer künstlicher Welten gar. Angesichts dieser ungeheuren, durchaus realen Möglichkeiten ist die kulturelle Evolution der Rationalität und Humanität noch in Größenordnungen dringlicher, als dies uns erschien. Es ist dringlich, ein globales Wir-Bewusstsein zu entwickeln, um globale Kooperation und Stabilität sicherzustellen, um eine kooperative statt kompetitive und vernünftige Anwendung dieser Technologien sicherzustellen, die auf uns zukommen. Wir müssen uns auch immer wieder bewusst machen, dass wir nicht entscheiden können, dass es auch eine Entscheidung ist, die kulturelle Evolution von Rationalität und Humanität nicht mit vollen Kräften voranzutreiben,
und dass auch eine solche Entscheidung Konsequenzen hätte. Vor diesem Hintergrund bleibt mir, der Menschheit gutes Gelingen zu wünschen und Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit zu danken. Vielen Dank. Ja, vielen Dank, Adriano. Ich möchte Ihnen nun die Personen vorstellen, die hinter der GBS Schweiz allgemein und konkreter hinter den Projekten, von denen Sie soeben erfahren haben, stecken. Zuerst co-präsidiert wird die GBS, wie Sie erfahren haben, von Adriano Manino und von Adrian Hutter, der da drüben steht. Und weiter im Vorstand sind Lucius Caviola, Micha Eichmann und Michael Mohr und meine Wenigkeit. Und nun zu den Projekten. Sentience Politics, das Projekt, das Adriano etwas ausführlicher vorgestellt hat, wird geleitet von Michel Singer und Sebastian Leuker ist im Initiativkomitee in Bern mitbeteiligt. Das Rationality Project wird geleitet von Kaspar Etter, der heute Abend auch fotografiert. Herzlichen Dank. Und unsere Chefredakteurin und Marketing- und Fundraising-Verantwortliche ist Ami. Es dauert nicht mehr lange, also wenn Sie hungrig sind, Sie kommen bald in Genuss des Aperos. Dann fürs Eventmanagement und auch für heute Abend zuständig war Sarah Savona. Sarah hat in den letzten Wochen und Monaten sehr viel Zeit in diese Veranstaltung gesteckt. Herzlichen Dank an dieser Stelle. Und auch tagkräftig beteiligt sind Danilo Vanno hier an der Kamera und Ivo Mendli. Ich sehe dich gerade nicht. Da möchte ich auch noch allen Blog-Autoren herzlich danken. Nebst den bereits erwähnten sind das Andreas Kiriakou, Professor Beda Stadler, Charlotte Plattner, David Althaus, Dennis Mälchen, Edgar Dahl, Kurt Marti, Lukas Glor, Mathieu Köllo, Nico Müller, Raphael Fasel, Selina Wolfisberg, Simon John, Stefan Huber, Steven Bürgin, Valentin Salzgeber und Patrick Germann. Und ich möchte auch Sie, das sage ich nachher, dann auch vielen Dank an alle unsere Beiratsmitglieder, die uns unterstützen und uns mit Inputs bereichern und noch einmal an Michael für den spannenden Vortrag. Ich habe hier noch etwas Kleines für dich. Oh. Also herzlichen Dank. Das ist ein Wein, ein Tropfen Giordano. Sehr schön. Und, danke. Und etwas Süßes. Danke. Damit kommen wir noch zum Ausblick. Ich möchte Sie insbesondere dazu einladen, an allen Veranstaltungen, die noch geplant sind, teilzunehmen. Da gibt es insbesondere das Denkfest, ein viertägiger Kongress, der im September dieses Jahres stattfinden wird in Zürich. Er dreht sich um die Themen Medizin und Methode, Evolution und Ethik fürs 21. Jahrhundert und er wird organisiert von der Freidenkervereinigung der Schweiz und mitgetragen von den Skeptikern Schweiz und der GBS Schweiz. Es gibt außerdem noch viele weitere Veranstaltungen, zum Beispiel von den Freidenker Hochschulgruppen, aber auch vielen anderen Regionalgruppen und ich möchte Sie herzlich dazu einladen, auf unserer Website diese Veranstaltungen anzuschauen. Dort gibt es einen Eventkalender mit einer Liste. Zum Beispiel gibt es auch in Zürich eine Veranstaltung zum Welthumanistentag. Es geht um Entwicklungszusammenarbeit und um den Übergang vom Missionieren zu einem wissenschaftsbasierten Spendenansatz. Er wird koorganisiert von den Freidenkern Zürich und der GBS Schweiz und es gibt noch viele andere spannende Veranstaltungen, die Sie da auch finden können. Ja, dann möchte ich Sie auch herzlich dazu einladen, mitzumachen. Die GBS Schweiz ist eine Denkfabrik und das heißt, wir wollen auch, dass Sie sich aktiv einbringen und mit uns in einen Dialog treten.
Wir freuen uns über alle Arten von Beteiligung. Das könnte sein, dass Sie einen Gastartikel für unseren Blog schreiben oder sogar permanenter Blogautor werden oder dass Sie Leserbriefe an Zeitungen schreiben und den evolutionären Humanismus und die damit assoziierten Ideen weiter bekannt machen. Sie können an unsere Veranstaltung kommen und nehmen Sie am Denkfest teil, was ich vorher gesagt habe. Erzählen Sie Ihren Verwandten und Bekannten von der GBS und wenn Sie unsere Arbeit und den evolutionären Humanismus mögen und weiter bekannt machen wollen, dann möchte ich Sie auch gerne dazu einladen, dem Förderkreis beizutreten und Ihr Interesse in eine Spende umzumünzen. Und damit kommen wir zum Apero. Nun wirklich, der Apero wird bis 21:30 Uhr dauern, also haben wir jetzt ziemlich viel Zeit und die Universität wird danach ihre Türen schließen. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit und Anwesenheit und wünsche viel Vergnügen beim Büchertisch und beim Apero. Vielen Dank.